Willkommen bei der BK-Liga. Taika und Pupti heute für euch am Start in Oschersleben. 2017-2018, die Saison läuft weiter. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen. Ja, auch erstmal Grüße an Pupti. Willkommen wieder hier in der Moderationskabine. Hallo. Ja, letzte Woche ging es ja richtig zur Sache. Da gibt es dann in Zolder auch ein paar Strafen für Vorkommnisse. Aber heute ist Oschersleben Nachholrennen. Wer ist heute aus deiner Sicht Favorit, Pupti? Ich muss ganz ehrlich sagen, Favorit ist für mich heute der Striker. Striker sagt immer, Oschersleben ist seine Heimatstrecke und da ist er immer ganz fleißig am Trainieren und hat sich auch im Training gut gemacht. Von daher denke ich, Striker wird es heute machen. Bin ich auch mal gespannt, wie es dann mit dem Ganzen aussieht. Ich glaube, Olli wird heute nochmal ein bisschen eine Schippe drauflegen und ich glaube auch, Olli ist heute ein heißer Kandidat, hier ganz vorne mitzufahren. Und natürlich auch bei Mies sind wir gespannt. Die Jungs und Mädels sind jetzt gerade in der Einführungsphase, schauen jetzt erstmal, wie es hier weitergeht. Ente jetzt auch in der Runde drin, Smoke auch. Das ist jetzt die erste Runde für die beiden. Olli ist auch jetzt schon durch die Stadtziel gefahren und geht auf die Hotelkurve zu. Bernd auch in der ersten Runde, der ist jetzt auf dem Weg ins Finish. Da schauen wir mal ganz kurz zu, wie es bei Bernd läuft. Der muss auf jeden Fall schauen, dass er hier mal eine bessere Leistung zeigt. Leider auch letztes Mal ausgefallen. Und gibt dir die Zeit vor, 1:15 bei ihm. Smoke jetzt auf dem Weg in Sektor 2, da schauen wir ganz kurz mal zu. Hat ja 6 Sekunden Vorsprung, also es dürfte für ihn locker reichen. Auch Smoke muss noch einiges wieder ausbügeln. Ist ja auch ausgefallen mit einem Motorschaden und da müssen wir dann eben schauen, wie es heute in Oschersleben geht. Klar, Nachholrennen, aber nichtsdestotrotz geht es hier um alles. Und 1:09:025 ist die Zeit von Smoke hier an dem Ende seiner ersten Runde. Bernd auf Platz 3 zurückgefallen, Ente vom selben Rennstall, Bestra auf Platz 2 vorgefahren, aber Smoke und Olli sind jetzt auf Platz 1 und 2, weil Olli die neueste, schnellste Runde hingelegt hat. Sehr schön auf jeden Fall. Jetzt springen wir nochmal zu Bernd. Der muss, wie gesagt, heute schauen, dass er mal wieder eine Leistung hier zeigt. Wir haben auch Mi, die unterwegs ist. Wir hatten es ja in 55, Zandvoort, dass es nicht so gut lief für einige Fahrer, aber eine, bei der es gut lief, war Mi. Da bin ich heute auch mal gespannt, ob sie wieder eher ihr gutes Rennen ohne viele Fehler macht, weil wir hatten eigentlich in Zandvoort tatsächlich das Ergebnis, dass Mi keine Fehler gemacht hat, jetzt auf Platz 2 gerade vorgefahren, sehr stark von ihr und dadurch auf Platz 3 gelandet ist, auch eine hervorragende Leistung. Vor ihr war dann Murph und Ente. Auch, ja, dadurch bedingt das erste Mal eigentlich die Siegesserie von Smoke unterbrochen. Die ersten 6 Rennen gingen komplett an Smoke. Und das erste Mal, dass er nicht zu Ende fahren konnte und das erste Mal auch, dass er nicht als Erster auf einem Treppchen stand. Also, interessante Ausgangssituation für Oschersleben. Ja, was rechnest du denn bei Mi heute, Pupti? Ja, bei mir habe ich, wir hatten so ein bisschen Teambesprechung gehabt bezüglich des Nachholrennens in Oschersleben. Oschersleben gehört bei weitem nicht zu Milenas Lieblingsstrecken. Sie hasst diese Strecke eigentlich. Abgrundtief, warum auch immer, ich weiß nicht. Ich habe ihr nur gesagt, sie soll so konstant fahren, wie sie im letzten Rennen auch gefahren ist, damit sie wenigstens ja vielleicht in den vorderen Bereich mitkommt. Oh, da kommt sogar keine Strecke ab, sehe ich. Ja, sie versucht sich zusammenzureißen und ihre Gefühle für die Strecke ein bisschen in den Hintergrund zu stellen, hoffe ich. Und von daher, ja. Aber ich denke, sie wird ein konstantes Rennen fahren. Sie macht das schon. Ja, Oschersleben, bei dir an deiner Stelle, wie findest du die Strecke? Es ist eine sehr angenehme Strecke. Eigentlich finde ich viele Strecken angenehm, nur halt, wie gesagt, mit den mittlerweile Fahrzeuge sind die halt bei mir wirklich neben der Strecke gelandet, weil ich nicht so wirklich gut mit den Fahrzeugen klarkomme. Von daher gehört dann Oschersleben mit der Formel dann nicht wirklich zu meinen Favoriten. Okay, macht das schon einen riesen Unterschied, welchen Wagen man hier über die Piste sich fortbewegt. Macht es wirklich. Es ist natürlich, Oschersleben ist natürlich auch wieder der Nachteil. Hier leidet wieder unglaublich der vordere linke Reifen. Da muss man halt wieder gucken, was dann gleich in der Box passiert oder generell passiert, wenn der Abrieb dann da ist. Ja, und wir sehen auch SM Racing heute eher schlechter unterwegs. Wir sehen Murph und Striker, die beide auf Platz 5 und Platz 6 unterwegs sind, hinter ihnen Bernd. Also da kannst du schon noch... Oh, Bernd jetzt hier mit dem Überschlag! Oh Gott, da hat es ihn einmal zerlegt. Also da muss er aber aufpassen. Da hat es komplett ihn einmal überschlagen und
Damit muss er jetzt erstmal schauen, wie er das Qualifying dann fortsetzen kann. Ja, wir haben es gerade gesehen mit Smurf endlich mal. Oh, aber hier auch mit einem riesen Fehler kannst du das Auto gerade noch abfangen. Also man merkt, die Strecke hat noch nicht viel Grip. Da müssen die Fahrer noch ein bisschen klarkommen mit. Smurf auf jeden Fall auf Platz 1 ist gerade eben vorgefahren. Wir haben es gerade eben erwähnt gehabt. Wir waren auf Platz 5 und Platz 6. Jetzt aber Smurf ganz vorne. Und Striker muss eben noch schauen, wie er hier in Oschersleben seine Plätze gut machen kann. Wir bleiben jetzt auch mal ganz kurz bei ihm. Ja, Striker eigentlich der Favorit aus deiner Sicht. Bin mal gespannt, da muss er jetzt doch noch einiges zeigen, auch im Qualifying, weil Platz 6 wird ihn nicht zufriedenstellen, aber das wird sich jetzt dann bald ändern. Jetzt gerade 3,5 Zehntel hinter der Bestzeit. Da dürfte es zumindest eine kleine Verbesserung geben, wahrscheinlich Platz 3 oder 4. Schauen wir mal, vielleicht hat er jetzt im letzten Sektor nochmal ein paar Zehntel gut machen können. Ah, ne, Platz 6, da hat er jetzt doch einiges nochmal verloren im letzten Sektor, als überraschend. Hätte ich auch berücksichtigen sollen. Ich habe Ente fast total vergessen. Mit Ente muss man natürlich auch sehr stark rechnen, weil Ente ist wieder... Oh Gott, was ist denn mit Smoke passiert? Den haut's hier komplett über die Strecke. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, aber ich bin gerade eben hingeswitcht. Da ist das komplette Auto zerlegt. Totalschaden. Das ist ein kompletter Totalschaden. Was ist denn da passiert? Oh. Ich hab's nur aus dem Augenwinkel gesehen und gedacht, oh Gott, da fliegt gerade ein Auto durch die Gegend, was man jetzt nicht unbedingt so häufig sieht. Oh, ja, du hattest gerade angesprochen, ja, damit wir mal vom Thema wieder wegkommen, weil Smoke scheint zumindest erstmal alles so weit vom Fahrer her okay zu sein, aber dein Auto hat es halt komplett zerlegt. Ja, wir waren gerade bei Ente, damit muss man rechnen. Ja, Ente hat natürlich wieder, ist im Moment so ein bisschen sehr motiviert. Der hat Feuer gefangen und ich glaube, ja, seit dem letzten Rennen dann umso mehr, je mehr er dann wieder weiter nach vorne kommt, desto mehr packt es ihn dann doch so ein bisschen. Ne? Er kommt immer besser auf den Strecken klar, vor allem auch mit den Fahrzeugen. Und na, ich glaube, der kann einigen Leuten hier die Plätze vielleicht doch wieder streitig machen. Glaube ich auch. Also das hat im letzten Rennen schon sehr, sehr gut ausgesehen. Wir sehen auch Smoke schon wieder auf dem Weg auf die Strecke. Also den hat sie ja einmal durch die Luft gewirbelt. Oh mein Gott, das war schon sehr heftig. Da hat man nur noch das Auto fliegen sehen. Ich hoffe, dass das im Rennen nicht passiert. Das wäre unglücklich für ihn. Ja, aber wie du schon gesagt hast, bei Ente ist es eben so, der hat jetzt wirklich wieder Blut geleckt und ich bin echt gespannt auf heute. Und Striker ist noch nicht in der Form, zumindest scheint es nicht zu sein. Murph ist da, er ist auf Platz 1, kann sich im Qualifying vorne mitbewegen, aber Striker ist im Moment hier auf Platz 6 unterwegs und schafft es auch noch nicht wirklich nach vorne zu kommen. Bei ihm eh das Gefühl, dass er in letzter Zeit eher an Leistung nachgelassen hat und da doch etwas unkonzentriert in den Rennen ist, aber mehr weiß man da auch leider nicht. Er muss eben schauen, dass er wieder auf seine alte Form zurückkommt und hier wieder Konkurrenz nach vorne bietet. Ja, Bernd auf Platz 7, da bin ich gespannt. Er hat im letzten Rennen eher seine langsamen Runden hingezaubert. Oh, Striker auch, also viele Fahrer mit Problemen. Auch komplett abgekommen. Ja, also ich bin da schon überlegen, sollte mich mein Gefühl dann auch getäuscht haben. Ich weiß es nicht. Striker war letztes Jahr tatsächlich richtig gut auf Oschersleben, aber heute scheint es nicht zu laufen. Mii auf Platz 5, das ist schon mal ein okay Ergebnis. Sie wird jetzt auch in die Box. Smoke auf Platz 4, der ist hier auch langsam unterwegs in die Box, so wie es ausschaut. Ente auf Platz 3 bleibt wahrscheinlich dort auch stehen, ist jetzt in der Box. Olli auf Platz 2, der wird sich freuen, dass er wieder ganz stark unterwegs ist. Auch von den Leistungen her, Olli richtig gut unterwegs. Schade, dass er im letzten Rennen den Unfall mit Murph hatte und dadurch, also in Zandvoort, dadurch dann nicht mehr bis zum Ende fahren konnte. Profitierend war natürlich Ente an der Stelle, da haben Murph und... Ja, Olli ist sich gegenseitig ein bisschen die Chance genommen. Und Olli mit der neuen schnellsten Runde schafft es nochmal hier auf die Pole Position. Also, der ist richtig gut unterwegs. Murph an der Box, alle eigentlich jetzt an der Box. Bernd noch draußen. Da gucken wir ganz kurz mal. Ja, das Qualifying ist auch beendet. Damit Olli auf Platz 1, Murph auf 2, Ente auf 3, Smoke auf 4, Mii auf 5, Striker auf 6, Bernd auf 7. Denkst du, Smoke ist auch absichtlich nicht auf 3 gefahren nach seinem letzten Erlebnis mit Olli? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe gerade kurz mal ein Ohr in die Box von RS Motorsport reingeworfen und ja, Smoke kann sich selber nicht erklären, was da jetzt gerade passiert ist. Gibt wohl ein paar Probleme, ich weiß nicht. Ich hoffe, die beheben sich dann gleich so ein bisschen. Aber das mit Absicht war, denke ich, eher nicht. Ja, schauen wir mal. Also das letzte Rennen, da hat Olli ja ein bisschen einen schlechten Start hingeschlägt, dadurch Smoke mit
im Ausweichmanöver dann seine Aufhängung zerstört, dadurch dann Probleme und dann auch komplett den Ausfall durch den Motorschaden. Ja, aber wir haben jetzt gleich die Fahrer hier, da gucken wir jetzt gleich mal. So, dann haben wir die Fahrer auch hier am Start. Wir sind hier in Oschersleben. Erste Position belegt durch Olli. Zum zweiten Mal eine Pole Position hintereinander. Ja, Olli, wie fühlt sich das an, jetzt ganz vorne angekommen zu sein? Ja, soweit ganz gut. Ne? Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Start besser hinlegen. Und ja, dann bin ich eigentlich sehr optimistisch. Ja, Murph hast du gerade noch in der letzten Runde abgefangen. Rechnest du mit Murph als stärksten Konkurrenten heute auf der Strecke? Puh, ich finde, das kann man nie sagen. Also ich finde, das entscheidet sich immer erst während des Rennens. Klar ist Murph stark gewesen, letztes Mal, und Ente auch, aber Smoke, der wird mit Sicherheit heute wieder angreifen und auch mit oben fahren. Und dann schauen wir mal. Ja, Murph, bei dir, zweiter Platz, kurz vor dem, ja, vor dem Ablauf des Qualifyings nochmal geschlagen worden. Was ist deine Einstellung heute zum Start? Ja, also erstmal muss ich gratulieren zu der Bomben. Zeit, die Olli da hingelegt hat, beachtlich. Ich dachte, ich wäre schon schnell gewesen, aber das war ja mal eine Zeit, da muss man erstmal den Hut ziehen. Respekt. Ja, was ich mir heute erwarte, erstmal ans Ziel kommen, heil, ohne einen Unfall zu verursachen. Und das alles andere wird sich dann am Ende des Rennens zeigen, wo wir dann nachher landen. Ja, da kommen wir dann auch schon zu Platz 3, der Gewinner des Zahnfortrennens. Ente, bei dir heute wieder alles drin? Mal abwarten. Ich glaube eher nicht so. Ich sag mal wieder so zwischen Platz 3 und 4. Ja, mal schauen. Also letztes Mal hat es ja ganz gut geklappt. Da den ersten Platz, den ersten diese Saison geholt. Also bei dir zeigt die Formkurve auf jeden Fall nach oben. Bei Smoke heute absichtlich auf Platz 4 gefahren, dass du nicht hinter Olli losfahren musst, oder woran lag's? Smoke ist, wenn du... Ich glaub, aktuell auf der Strecke. Ah, der ist gerade noch am Warmfahren, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen hier seine, ja, seine Taktik noch ein bisschen anpassen oder sein Setup. Auf jeden Fall, dann gehen wir weiter. Ja, Mi, du bist heute auch gut unterwegs gewesen, darfst hinter Smoke dann losfahren auf dem 5. Platz. Was versprichst du dir heute wieder, so ein schönes Rennen ohne viele Fehler? Ich hoffe, ich komme gut durch. Vor allem hoffe ich, dass mir die Strecke nicht allzu viele Probleme bereitet, denn Oschersleben ist nicht gerade meine Lieblingsstrecke. Ich weiß auch nicht warum, ich komme damit einfach nicht klar. Aber ja, ich versuche einfach heil durchzukommen, dass ich noch ein paar Punkte fürs Team einfahren kann. Haben wir vorhin auch ganz kurz Qualifying angesprochen gehabt. Da drücken wir dir natürlich die Daumen, dass es heute besser läuft und dein Gefühl dich trübt und du doch ganz nach vorne kommen kannst, auch wenn du Oschersleben nicht magst. ja, schauen wir mal. Und Bernd, bei dir heute, das letzte Mal ja der Ausfall, heute wieder mal das Ziel ganz anzukommen? Genau, du hast es erraten. Das ist momentan erste Priorität. Ja, dann wünschen wir allen Fahrern heute viel Glück und viel Spaß und mögen die Aufhängen heute ganz bleiben. Das war in Zandvoort ja leider nicht der Fall. Von daher euch viel Spaß, viel Glück und wir sehen uns dann gleich wieder nach einer kleinen Pause. Euer Teil und eure Pupti kommen zurück. Wir schalten jetzt auch direkt ins Rennen. Auf Position 1 ist der Olli unterwegs und das Rennen in 2017, 2018 in Oschersleben startet in wenigen Sekunden. Das zweite Mal, dass Olli hier auf Hole los darf und diesmal besser einen Start erwischt, aber nicht so gut. Smoke drängt sich durch die Mitte durch, kann sich hier komplett vor Murph und Olli setzen. Olli versucht hier noch Murph irgendwie auszuschächen, aber schafft es nicht. Und jetzt ist auch Ende vorbei, damit jetzt Smoke und Olli mit dem Plätzetausch. Smoke auf 1, Olli auf 4. Dann haben wir Ente auf Platz 3 und auf Platz 2 haben wir den Murph. Also schöner Start hier von Smoke, der einfach mal gezeigt hat, was so ein Start auch wert ist. Da hat Olli seine Pole direkt abgegeben. Eigentlich nur Olli und Smoke den Platz getauscht. Gleicher Wagen von der Farbe, aber anderer Fahrer. So ist das eben. Und wir sehen hinten das Feld, wie es jetzt sich schon auseinanderzieht. Aber Olli ist dran an Ente. Da bin ich mal gespannt. Smoke hat hier einen richtig guten Start hingelegt. Und Olli fährt hier gegen Ente. Und wir sind gespannt, ob da das Duell dann noch ausschlaggebend wird. Striker ist auf Platz 5. Der wird sich auch freuen. Hinten dran haben wir Mi. Und dann haben wir Bernd. Und vorne setzt sich Smoke richtig schön ab, hat hier einen riesen Start hingelegt. Also das muss man auch erstmal schaffen, dazwischen zwei Autos durchzukommen. Also Pupti, das schon mal gesehen in deiner Karriere? Von Smoke muss ich tatsächlich sagen, schon öfter gesehen. Leider immer nur hinter in der Wiederholung, weil ich ja dann selbst mitgefahren bin. Aber Respekt, grandioser Start gewesen, ehrlich.
Ja, absolut krass, was er hier abgezogen hat. Und jetzt versucht Olli hier auf der Innenbahn und schafft es auch. Hat hier Ente grandios ausgebremst. Aber Ente kann die Mehrgeschwindigkeit nutzen und die sitzt wieder dran. Flügel an Flügel sind sie unterwegs. Aber Olli wieder mit der Innenbahn. Und damit hat er es jetzt geschafft. Ist vorbei an Ente und kann sich um einen Platz hier verbessern. Und jetzt ist Striker auch dran an Ente. Und da sind wir dann auch gespannt, ob die beiden hier nochmal Plätze tauschen. Murph auf 2. Der wird hier schauen, dass er irgendwie an Smoke dranbleiben kann, aber Smoke hat anscheinend das Setup nochmal gefunden fürs Rennen und zeigt hier einfach, was es heißt, auch mal als erfahrener Fahrer von Platz 4 ganz nach vorne zu fahren. Ente auf Platz 4 im Moment und wird sich ärgern, dass sie Olli direkt wieder vorbei hat gehen lassen in der nächsten Runde. Mii jetzt auch durch, da müssen wir nochmal gucken, wo ist denn Striker abgeblieben? Den hat es hier gedreht und der ist auf Platz 7 zurückgefallen, damit letzter Platz für ihn und Mii freut sich, ist auf Platz 5 vorgefahren. Kann jetzt auch mit ein bisschen Luft nach vorne arbeiten, kann dann an Ente sich ransaugen. Bin ich mal gespannt, ob sie dann auch auf Ente auflaufen kann. Also es wird ein spannendes Ding hier werden. Das Rennen ging schon richtig gut los. Ihr seht, hier ist Spannung drin, hier ist Oschers Leben und die BK-Liga ist unter Feuer. Und Olli hier auf Platz 3. Jetzt hat Murph es geschafft, nach vorne sich durchzusetzen, weil Smoke hier anscheinend einen Fehler gemacht hat. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass Murph jetzt auf einmal auf Platz 1 steht. Weil da war er doch sehr weit weg von Smoke noch, um da überhaupt einen Angriff starten zu können. Also interessant, gleich mal hier neuer, erster Führender, das ist Murph. Und Smoke darf mit Olli zusammen jetzt in Tandem über Oschers Leben hinwegfahren. Ja, schade, wir haben jetzt schon einiges erlebt. Unkonzentriertheit, Pupti, wie ist es bei dir immer? Bist du auch am Anfang des Rennens immer noch nervös und vielleicht auch ein bisschen unkonzentriert? Nervös, mit Sicherheit unkonzentriert, eigentlich eher nicht, aber manchmal ist man so stark konzentriert, dass man halt um sich herum einige Dinge vergisst oder übersieht und dann passieren leider trotz Konzentration oftmals Fehler, mit denen man wirklich gar nicht gerechnet hätte. Also das, ich glaube aber auch von Fahrer zu Fahrer verschieden. Da gibt es dann so Standfeste wie den Smoke, der kann eigentlich nichts nervös machen, der ist wirklich absolut die Ruhe in Person. Und ja, dann gibt es dann halt so eine Mii oder so eine Pupti, die dann halt so ein bisschen unsicher werden, trotz dessen, dass sie halt konzentriert sind. Ah, ich bin mir auch noch ein bisschen unsicher bei Smoke. Er hat jetzt die letzten Rennen noch eher ein bisschen Unsicherheiten drin gehabt, ein paar kleine Fehler hier und da und letztes Mal auch der Motor da hochgegangen ist. Also ich glaube, da ist immer ein bisschen der Wurm drin, auch nachdem er jetzt die Siegesserie hatte, eigentlich so die ersten 6 Rennen unglaublich gut gefahren und dann läuft es jetzt gerade nicht so gut seit Zandvoort. Da seine Heimatrennen sozusagen verloren. Da bin ich mal gespannt, wie sich die Saison bei Smoke noch entwickelt. Olli dafür auf dem aufstrebenden Ass, auch wenn er den Start immer noch nicht so gut drauf hat, wie man schon jetzt gemerkt hat. Also da muss er auch noch einiges üben und trainieren. Aber er ist natürlich im Rennen eine Bank und das merkt jetzt auch Ente, der nicht mehr rankommt. Hat ihn vorbeiziehen lassen müssen, nachdem Olli wirklich sehr schön überholt hatte. Und jetzt geht es hier durch das S durch und wir sehen, dass die Jungs und Mädels hier richtig stark auf der Strecke unterwegs sind. Und Smoke sich mit Murph zusammen tatsächlich absetzen kann. Also Smoke und Murph die schnellsten Fahrer. Und die beiden haben sich ja letzte Saison schon richtig stark bekämpft und sind hier auch wieder zusammen unterwegs. Bin mal gespannt, weil Murph hat ja jetzt in den letzten Rennen eigentlich immer sehr gut ausgeschaut, hat bis jetzt in jedem Rennen auf dem Treppchen gestanden, bis auf Okayama. Da hat er es nicht geschafft, da gab es glaube ich auch den Ausfall bei SM Racing. Also sonst Murph immer Zweiter oder Dritter. Jetzt Murph mit dem Fehler und Smoke kommt ran, jetzt gibt es die Berührung. Aber Murph weiß auch, da kann er nicht mehr viel machen. Damit jetzt Smoke wieder vorbei, also auch der Fehler bei Murph, der ist auch nicht... Auch kein unbeschriebenes Blatt, was das angeht. Also dieses Jahr häufen sich die Fehler, aber es sind wahrscheinlich auch die Wagen, die hier doch mehr Power unterm Arsch haben und entsprechend anderes Handling erfordern und jeder kleinste Fehler hier nicht verziehen wird, sondern bestraft wird. Also wie ist das bei dir, Pupti? Hast du auch das Gefühl, dass du bei anderen Wagen eher mal einen Fehler mal noch machen kannst, der dann nicht so schlimm bestraft wird? Angst vor Bestrafung hat jeder. Kommt dann nochmal auf die Härte oder auf den Fehler selbst an. Sehe die Bestrafung fürs letzte Rennen in Zandvoort, ist noch nichts ausgesprochen von der Rennleitung und von daher sind wir mal gespannt, was es da noch an Strafen so Regen oder Haken. Aha, ging jetzt gar nicht um die Strafen an sich, sondern einfach, wenn man einen Fehler macht, dass das Auto einen bestraft. Ja, das bestraft er auf jeden Fall. Das Schlimmste, was ich gerade noch sagen wollte, auch noch zu der Nervosität und dem ganzen Kram, ist natürlich, wenn du... Das Schlimmste, was du machen kannst, ist dich von deinen Emotionen leiten lassen. Ne? Und das, ich glaube, diese Liga oder diese Saison ist echt voller Emotionen, habe ich im Moment so das Gefühl.
Ja, man merkt es auch immer wieder, da wird doch mal hart auch in die Bandagen gegangen. Man hat es ja letzte Woche auch gesehen in Zandvoort, wo Wirf dann, auch mit nicht mit Absicht unbedingt, aber er war halt auch unter Feuer, unter Strom und dann erwischte halt den Olli von hinten, der sich verbremst hatte. Und ja, da ist man halt auch dann mit den Gefühlen halt mit dabei, auch wenn es ihm nach dem Rennen richtig leid tat, aber da war er halt auch richtig unter Feuer und das merkt man, die Saison ist eigentlich auch dadurch gezeichnet, dass das eben das Feuer drin ist hier. Jeder weiß genau, er kann hier eigentlich auch gewinnen. Und wir haben ein paar richtig gute Fahrer, die, also ein dichtes Feld eigentlich, ja, bis auf ein paar Ausnahmen sind eigentlich alle Fahrer hier in der Lage, einen Sieg rauszufahren. Ja, und Fehler am Auto und am Setup selber, die können dich echt sehr viel kosten. Man muss sich gerade auch so an die Mii denken. Im ersten Rennen in Monza, wo ihr dann wirklich die Bremsen Strich durch Rechnung gemacht haben und sie ja wirklich in der letzten Runde dann ja von vorne nach ganz hinten gefallen ist. Und das war auch ziemlich, ja, dann ist man halt ziemlich doch am Boden zerstört, wenn man gerade so gute Chancen hat und dann sowas passiert, ne? Ja, und das ist eben dann die Taktik auch, die eine Rolle spielt an der Stelle. Da hat Mii tatsächlich dann leider sich verspekuliert, aber sie hat es probiert und das ist einfach das, was man diese Saison auch sieht. Viele probieren es, wollen einfach mal vorbeiziehen und versuchen, um in ihrer Taktik dann da zu glänzen. Man hat es gerade gesehen, Murph auch wieder viel aggressiver diese Saison. Er hat sich kurz mal in Innenspiegel von Smoke auf der linken Seite gezeigt, wollte die Innenseite antäuschen oder einfach mal zeigen, hey Smoke, ich versuch's auch mal. Und das ist diese Saison auch zeichnet. Also das sieht man auch, jetzt gehen sie durch das Shell SS. Und das merkt man einfach, die wollen hier alle vorbei, die wollen alle mal an einen Fahrer überholen und kämpfen da mit allen Mitteln, die eben möglich sind, die im fairen Bereich natürlich auch liegen. Und Murph ist dran an Smoke, also am Anfang sah es noch so aus, als ob Smoke hier wegziehen kann, aber Murph schafft es hier dran zu bleiben und die zwei liefern sich ein schönes Duell um den ersten Platz. Hinten dran haben wir Olli gegen Ente, die beiden bekämpfen sich auch sehr stark, auch wenn Ente jetzt noch nicht so dran ist, aber man merkt, er will unbedingt dranbleiben und dann auch wieder angreifen. Mii auf Platz 5, das wird sie erstmal nicht so zufriedenstellen, aber es ist okay, sie weiß genau, sie muss hier noch ein bisschen schauen, dass sie noch ein bisschen stärker wird, noch ein bisschen ausgefuchster wird, aber man sieht es auch, sie ist eigentlich die konstante Fahrerin, die dann am Ende die Gewinnerin ist, wenn es mal darum geht, dass wieder Fehler von anderen Fahrern gemacht werden. Striker heute tatsächlich nicht stark unterwegs, ja, ist eine Sekunde hinterm Feld, was die Bestzeit angeht. Da muss man echt mal schauen und nach dem Rennen mal fragen, woran es liegt, dass er heute nicht so gut unterwegs ist, weil Oschersleben ihm letztes Jahr doch sehr gut gelegen hat. Bernd auf 7, der wird halt einfach schauen, dass er heute mal zu Ende fährt. Ansonsten haben wir wieder vorne das Duell Smoke gegen Murph und hinten dran immer noch Olli gegen Ent, also schön aufgeteilt. Bin auch mal gespannt, ob es nächstes Jahr da Umbrüche geben wird, da doch einige Ställe doch überlegen, ob sie nicht noch neue Fahrer reinholen, sich vielleicht vom Alten verabschieden, aber das ist jetzt mitten der Saison natürlich nur reine Spekulation, da sind wir auch alle gespannt drauf, wie es dann weitergeht nächstes Jahr. Saison, aber im Moment natürlich mitten in der Saison und wir freuen uns, dass hier Oschersleben im Nachholrennen auch noch stattfindet und Smoke jetzt hier wieder von Murph unter Druck gesetzt wird. Und jetzt ist Murph wieder dran, hat hier die bessere Linie gezogen, ist jetzt hier näher rangesaust im ersten Sektor nach Startziel, hat die Hotelkurve gut nutzen können, um dran zu kommen. Nimmt jetzt wieder einen größeren Bogen und versucht jetzt hier dran zu bleiben und Smoke wirklich richtig unter Druck zu setzen. Hinten dran sehen wir auch Ente und Olli, wo Olli auch langsam unter Druck gerät, weil Ente immer mehr aufholt. Jetzt zweiter Sektor, da scheint Smoke ein bisschen stärker zu sein. Also man merkt, erster Sektor liegt dem Murph besser, zweiter Sektor Smoke. Da kann er sich wieder ein bisschen absetzen. Gehen sie durch McDonald's S und kommen dann auf die Shell SS drauf zu. Dann geht es dann rum, einmal rechts und dann gleich wieder links. Im Turn 8 geht es dann rechts rum, 90 Grad Kurve. Danach kommt die Sachsen-Anhalt Kurve. Und dann sind wir schon wieder auf Startziel. Und Murph kommt jetzt dran, also da in Sektor 2 scheint er nicht ganz so stark zu sein. Aber in Sektor 1 und 3 scheint er hier mit Smoke zumindest mithalten zu können und Sektor 2 wieder ausgleichen zu können. Schauen wir mal ganz kurz nach hinten. Ja, da kommt Ente jetzt an Olli ran, aber da bin ich gespannt, ob Olli überhaupt noch einen Stich sieht, Ente noch einen Stich sieht, weil im Moment ist Olli hier so gut unterwegs, dass er keinen Angriff zu fürchten hat, außer er macht einen Fehler. Das ist schon ein paar Runden so der Fall. Ja, aber die ersten vier setzen sich hier gut ab. Mii auf Platz 5, die hat auch
Noch ein paar kleine Probleme. Strigoid nicht konkurrenzfähig, wenn man es so ausdrücken kann. Es tut mir echt leid für ihn, aber so ist es eben dann auch mal. Geht's durch McDonald's. Von Murph ist wieder weg. Sektor 2, da merkt man einfach, das Setup von Smoke scheint hier für Sektor 2 ausgelegt zu sein. Und Murph hier ist eher in Sektor 1 und 3 schneller als Smoke. Man merkt es auch, wenn man jetzt aus Sektor 2 raus, Sektor 3 kann er wieder ein bisschen näher ranziehen. Ach, ich muss ehrlich sagen, was Striker angeht, bin ich doch recht, also sehr überrascht über die Leistung. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ganz ehrlich. Ja, es ist erstaunlich, dass es gar nicht läuft so. Also das ist wirklich, das wundert mich selbst, weil er eigentlich mit SM Racing immer doch sehr gut unterwegs ist und die letzten Rennen eigentlich auch immer ganz okay waren. Natürlich, man hat es gemerkt, es ist irgendwie Unkonzentriertheit drin, er ist nicht mehr ganz on the top, aber so wie heute haben wir ihn schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Ja, und Olli kann sich hier vor Ente behaupten und das ist schon mal ein Ding. So ein junger Fahrer, der gegen einen erfahrenen Ente gegenhalten kann, auch wenn Ente ein Jahr Pause hat, aber der kommt wieder und hat schon gezeigt, dass er hier ganz vorne wieder mitfahren kann und will. Aber Olli, der Rookie, oh, jetzt aber mit dem Fehler zieht es hier komplett rüber, jetzt müssen wir mal schauen. Aber Ente kann das nicht, diesen Fehler nicht nutzen. Und Murph, ja, irgendwie, die Gruppen haben sich jetzt so ein bisschen eingespielt. Man hat das Gefühl, es kommt nicht wirklich ein Zweikampf zustande. Und natürlich, es ist immer noch knapp und ein Fehler reicht schon dem hinteren Fahrer, um vorbeizukommen. Aber solange diese Fehler nicht passieren oder der Einfahrer mal eine Glanzleistung hier aus dem Hut zaubert, wird sich jetzt erst einmal nichts ändern an der Positionierung. Weil man hat das Gefühl, Ente kommt an Olli nicht vorbei, Murph nicht an Smoke. Und Olli und Ente schaffen es auch nicht, Murph und Smoke einzuholen. Also da hat sich das jetzt ein bisschen eingependelt. Man merkt auch Ente im Moment ein bisschen aggressiver, bremst ein bisschen später, versucht hier sich langsam ranzutasten. Muss natürlich auch aufpassen, er nimmt auch eine ganz leicht andere Linie wie Olli immer wieder. Ja, da merkt man, also Ente jetzt ein bisschen besser im Rhythmus. Jetzt geht's hier rum. Also man merkt es jetzt gerade bei Ente, der kommt jetzt immer mal wieder ein bisschen näher dran, fährt ein bisschen andere Linie als Olli und schafft es dadurch tatsächlich wieder näher dran zu kommen. Aber Olli kann sich behaupten, Murph auf 2. Ja, Smoke behauptet sich da auch eindeutig. Und Murph hat zumindest jetzt nicht mehr den Anspruch hier anscheinend zumindest anzugreifen. Ja, fährt ja auch nicht mehr auf der Innenseite, fährt jetzt wieder schön hinter Smoke hinterher. Olli gegen Ente, da ist ein bisschen spannender. Olli jetzt unter Bedrängnis, aber da hat er die Innenbahn auf seiner Seite und kann damit auch vorne bleiben. Ente hat die Außenbahn gewählt gehabt, kurzzeitig sich neben den Hinterreifen stellen können. Na, diesmal die gleiche Linie wie Olli genommen. Müsste Turn, oder na, Turn 3 oder Triple. Triple gewesen sein, jetzt sind wir ja schon in der McDonald's dann gleich. Jetzt geht's rum um Turn 4. Jetzt kommt das McDonald's. Und da ist Ente halt immer gut unterwegs, muss man schon sagen. Ja, Olli gegen Ente. Also das hätte ich am Anfang der Saison auch nicht gedacht. Dass das so weit vorne dann auch stattfindet. Vor allem, weil Olli neu war, Ente gerade erst zurückkam. Da hätte ich eher gedacht, dass die beiden im Mittelfeld sich bekämpfen, aber da geht es halt um Platz 3, um Podest und man hat ja Olli auch schon gesehen, der kann Podest und auch Ente. Ja, vorne jetzt im Moment auch ein bisschen mehr Ruhe, da ist Murph dran an Smoke, diesmal wieder ein bisschen näher, aber versucht jetzt auf der Innenbahn jetzt mal eine andere Linie zu nehmen. Kann dadurch an Smoke auch dranbleiben. Schau mal ganz kurz nach hinten, Band auf 7 immer noch. Dann haben wir Striker auf 6, der ist tatsächlich immer noch die knapp eine Sekunde hinten dran. Mir auf 5, Ente auf 4 und dann haben wir schon wieder Olli und Murph und Smoke dann da vorne. Ja, zwei spannende Duelle, in denen sich leider aber auch noch nichts weiter tut, außer dass sie spannend sind.
Keine Angriffe im Moment zu verzeichnen, die Fahrer sind so in ihrem Renntrott drin. Kennst du das auch, dass du dann irgendwann in diesen Tunnel gerätst und du einfach dein Rennen fährst? Macht man oftmals, gerade bei so einem Rennen wie jetzt auf Oschersleben, du hast 50 Runden, in denen du fährst und da wäre es wirklich schwachsinnig oder fatal, wenn du bei Zeitgleichheit da irgendwelche Überholmanöver startest, obwohl du eigentlich die ganze Zeit dran bist. Da kann man wirklich dann, das ist dann wieder der Moment, wo du halt wartest, macht dein Vordermann Fehler oder nutzt du dann halt eher zum Ende hin die Chance zu überholen und dann nochmal Plätze besser zu machen oder gut zu machen. Ne? Also das wäre, finde ich jetzt so, die bessere Ausgangslage für so ein Rennen, weil bei 50 Runden gehst du nicht hin und wenn du jetzt so wie Smoke, sag ich jetzt mal, 50 Runden am ersten Platz fährst, bist du nach dem Rennen nass geschwitzt und hast, glaube ich, ein paar Kilo verloren. Von daher erstmal entspannt hinterher. Ja, das passt auch soweit. Also man sieht es auch, die Fahrer haben sich jetzt so ein bisschen angepasst. Ist meistens auch besser für die Ausdauer, wie du schon gesagt hattest. Das macht dann auch für die Konzentration einiges aus. Lieber am Ende des Rennens dann nochmal richtig angreifen, weil sonst fährt man alles irgendwie Mitte des Rennens raus und am Ende kann man nicht mehr und verliert dann dadurch Plätze. Ja, ich bin auch gespannt, wir sind jetzt kurz mal schauen, wir sind hier in der 14. Runde, 15. ist angebrochen. Ja, die ersten Boxenstopps wahrscheinlich so zur 20., 25. Runde irgendwo dazwischen, außer jemand hat vor, wirklich früh zu tanken. Die Hälfte des Rennens, dann werden die ersten wahrscheinlich reinkommen. Ein bisschen früher vielleicht, so wie gesagt, zur 20. Runde rechne ich eigentlich damit. Ja. 15 Runden dann bald gefahren. Oh, Olli muss hier aufpassen. Enti ist wieder ran. Ich glaube, die beiden RS-Motorsportwagen sind hier tatsächlich auf Sektor 2 ausgelegt. Also zumindest hat es das. Hat man das Gefühl, dass es so der Fall ist, weil in Sektor 1 und 3 kommen Ente und auch Murph immer wieder an die als Motorsportfahrer ran. Ja, Sektor 1 ist dann Hotelkurve, Hasseröder, Triple, Turn 4 und McDonald's. Nach Turn 6 geht es dann rein in die langgezogenen. Da scheinen anscheinend dann Murph und auch Ente nicht ganz so drauf ausgelegt zu sein. Aber dafür eben die beiden Erst-Motorsport-Fahrer. Und ja, Smoke konnte es jetzt ein bisschen absetzen. Da hat Murph jetzt sich ein bisschen zurückfallen lassen. Unabsichtlich wahrscheinlich auch, aber ist jetzt nicht mehr dran an Smoke. Mii muss eben schauen, das bleiben wir jetzt auch mal ganz kurz dabei. Beobachten sie ein bisschen. 1:09.738 ist die Bestzeit und Mii ist jetzt auf dem Weg, hier uns zu zeigen, wie weit sie davon entfernt ist. Ja, ist auch 1,212 Sekunden, also ganz vorne fahren die Leute, die da rankommen. Und dann haben wir Mii, Striker und Bernd, die da heute nicht rankommen. Und klar, bei Mii ist nicht ihre Lieblingsstrecke, hat da eher Probleme mit. Man merkt es auch, sie kann irgendwie auch nicht, also wenn man bei den anderen fahren vorne jetzt schaut, die ersten vier Plätze, die stechen so richtig in die Kurven rein und Mii ist eher so, ja, okay, sie fährt schnell, aber halt nicht so schnell wie die anderen. Also das sieht man dann auch richtig von außen. Weißt du, wie du das erlebst, Pupti, weil du siehst ja normalerweise im Rennwagen, aber von außen betrachtet, wie siehst du das? Von außen betrachtet, denke ich einfach, ist das, was Mii gerade macht, wirklich das, was sie auch vorausgesagt hat, beziehungsweise prophezeit hat. Sie fährt ihr Rennen, sie versucht keine Fehler zu machen, konstant zu fahren und vielleicht dann doch am Ende durch Fehler andere vielleicht einen Platz gut zu machen, denke ich mal. Dass es so ihre Strategie gerade ist. Sehen wir gerade Ente. Oh, ganz knappes Ding. Da wäre er fast vorbei gewesen an Olli. Ja, das ist wahrscheinlich auch das. Das hat auch wie ja angekündigt, dass sie ihr Rennen fährt. Und das ist auch vollkommen legitim. Ist ja auch nicht jetzt so weit weg von der Bestzeit. Aber man merkt es halt einfach, wenn man die anderen Fahrer beobachtet. Oh, Ente wieder dran an Olli. Aber ja, da kann er nicht wirklich irgendeine Lücke nutzen, weil Olli keine offen lässt. Aber wir kommen jetzt zurück zum Thema. Ja, das ist einfach das. Man sieht es einfach wie die an. Also so zum Beispiel so Olli, der sticht halt richtig in die Kurven rein, will ja jedes Millisekunde irgendwie raus und das wirkt sich dann eben genau auf die Zeiten aus. Erstmal ist genau diese Sekunde, die jetzt Striker und Mii auch fehlen, die dann eben das ausmacht. Ich bin gespannt, vielleicht sagen dann die Reifen auch irgendwann, das reicht. Wie du schon gesagt hast, vorne links wird es dann kritisch. Wenn man sich wundert, ja, man hat halt, vorne links ist halt, wohl, ja, ist halt meistens der Fall, weil man dann doch eher Rechtskurven hat hier. Und dann die Fliehkräfte nach außen drücken und der vordere linke Reifen mehr belastet wird. Das ist meistens so der Hauptgrund dafür. Schau gerade mal, wir haben eine,
2, 3, 4, 5, 6, 7 Rechtskurven. Und 1, 2, 3, 4. 4 Linkskurven, also daran sieht man es auch schon. Also es sind 7 zu 4 Verhältnis von den Kurven zueinander, was jetzt die Richtung angeht. Und das ist eben das, also man wundert sich dann, okay, man fährt ja rechts rum, sollte nicht denn der rechte Reifen innen mehr belastet sein? Nein, tatsächlich wird der äußere Reifen durch die Fliehkraft einfach mehr belastet, weil der kriegt dann den Druck, das ist richtig, da neigt sich der Wagen nach rechts außen und dann ist da mehr Druck drauf und dann ist halt meistens vorne. Das spielt dann eben eine ganz große Rolle dabei, wie der Abrieb sich denn bei den einzelnen Reifen verhält. Wir haben es auch, wir haben ein paar starke Linkskurven, die, also eine richtig scharfe und dann noch das in der Shell SS noch ein bisschen stärker, aber ansonsten die Linkskurven eher human. Und die Rechtskurven sind halt die, die richtig reindrücken. Da geht es dann 90 Grad rum, bei der 1 sogar 270 Grad. Kurve 4 ist das dann, also da ist schon einiges an Druck drauf. Bei manchen kommt man, oh, da hat sich Ente jetzt gerade eben hinten einmal fast gedreht. Schafft es gerade noch so die Bande zu vermeiden. Damit jetzt erst einmal Ruhe für Olli, der wird sich auch freuen. Endlich kann er mal hier wieder vorne in Ruhe rumfahren und seine Zeiten verbessern. Ich muss gerade kurz sagen, ich habe jetzt gar nicht mitverfolgen können, was bei Bernd passiert ist. Streiker steht in der Box, macht gerade einen Boxenstopp. Bernd steht in der Box, kommt auch nicht mehr raus. Ja, da kann ich leider auch nicht, weil da waren wir jetzt tatsächlich nicht dabei. Müsste man dann nach dem Rennen nochmal erfragen, was bei ihm denn passiert ist. Und Striker jetzt auf dem Weg. Wir haben jetzt die 17. Runde oder so. Mal schnell schauen. 18. ja. Ja, 18. für die Vorderen. Ja, 19. 20. für Smoke und die Vorderen. Also Striker schnell reingekommen. Früh reingekommen, wird sich auch denken, okay, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt. Bin eh gerade hinten. Dann lass uns doch mal schnell einen Boxenstopp machen. Ja, Murph auf 2, hinten Olli dann. Ja, Smoke wieder ganz vorne und da hat er heute auch einen guten Start erwischt. Keine Probleme, keine Berührung. Da dürfte die Aufhängung zumindest nicht drunter gelitten zu haben, weil das war einer der Gründe, warum er da auch im letzten Rennen so Probleme hatte. Und dann ist natürlich der Motor auch noch hochgegangen. Das war dann der Super-GAU. Wenn es mal, mal nicht läuft, dann läuft es nicht. Ja, und wir sind gespannt, wie es hier in Oschers Leben dann endet. Jetzt erstmal natürlich die Boxenstopp. Striker hat den Beginn gemacht. Bernd unfreiwillig dann auch nicht mehr dabei. Das ist natürlich schade. Also da wundert man sich halt einfach, weil er eigentlich ohne Fremdeinwirkung, ohne alles hier dann sich aus dem Rennen verabschiedet. Gibt halt auch so Phasen bei Rennfahren. Letztes Jahr war Bernd richtig gut unterwegs an manchen Stellen. Also nicht bei jedem Rennen, aber bei vielen Rennen hat er dann auch zeigen können, dass er auch als Rookie hier gut unterwegs sein kann, hat ein paar leichte Fehler hier und da gemacht, dass eben Rookie passiert. Aber dieses Jahr ist irgendwie so, es ist glaube ich so ein richtiges Lehrjahr für ihn. So, okay, es läuft mal nicht so und man muss halt reinbeißen, durchbeißen. Und ich glaube, für einen Rookie ist das manchmal auch wichtig, so eine Saison zu erleben, sich mal abzuhärten und einfach dann gestärkt daraus hervorzugehen. Ich hoffe, dass Bernd das auch aushält und nicht irgendwann sagt, ah, lass mich mal in Frieden mit Lenkrad und so. Das ist das, was ich im letzten Rennen auf Zandvoort ja schon gesagt habe, dass Bernd halt wirklich ein sehr rücksichtsvoller Fahrer ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich auch noch Rookie. Da kamen dann Fahrer hinter mir an, die wirklich schon länger dabei waren. Die haben dann nur mit der Lichthupe aufgeleuchtet und ich habe einen Unfall gemacht, weil ich halt wirklich Schiss hatte, denen da irgendwie im Weg zu stehen. So ist Bernd, glaube ich, nicht. Ich glaube schon, dass er da ein bisschen hartnäckiger ist als ich, aber im Vergleich zu Olli ist das natürlich gar nichts, weil Olli ist gekommen und war sofort, ja, heiß drauf, seine Plätze zu verteidigen und hat dann auch gesagt, nee Leute, ihr könnt zwar erfahrener sein als ich, aber ich gebe den Platz, den ich da jetzt gerade habe, nicht her. Finde ich gut. Auf jeden Fall, also da, klar, Olli ist jetzt auch so ein richtiges Ausnahmetalent, muss man auch dazu sagen. Bernd kam ja auch an und hat eigentlich auch die ganze Liga mal ein bisschen aufgemischt. So, er hat auch mal einen dritten Platz sich geholt, aber viele Ausfälle hat auch dabei gewesen. Das war bei Olli jetzt noch nicht der Fall. Der ist da sehr konstant und fährt auch mal, ja, wie die Nase ihm so gewachsen ist. Da lässt er einfach dann auch keinen vorbei. Da bin ich echt mal gespannt. Also bei Bernd, ich glaube, der muss jetzt einfach sich dieses Jahr einfach nur dazu nutzen, mal sich zu festigen und einfach zu schauen, nach vorne blicken. Okay, ist jetzt gerade nicht das beste Jahr, es läuft gerade nicht so rund, aber
Dafür kann er viel lernen, was die Wagen angeht, was die Rennstrecken angeht. Und dann hoffe ich, dass er nächstes Jahr wieder angreifen kann. Vielleicht auch dann zur zweiten Hälfte der Saison. Schauen wir mal. Olli auf jeden Fall auch sehr stark unterwegs. Jetzt, wo er freie Fahrt hat, kommt er tatsächlich auch an die Bestzeiten wieder ran. Gerade eben 6 Hundertstel unter der Bestzeit in Sektor 1 gewesen. Bleiben wir ganz kurz auch mal bei Olli dabei. Der geht jetzt gerade in Turn 4 rein. Und geht dann auf das McDonald's S zu. Da geht er durch und dann kommt Turn 6 auf die Gegengerade. Und jetzt schauen wir mal. Smoke ist noch draußen. Der geht jetzt dann auf die nächste Runde zu. Es dürfte dann die 21. Runde sein. Und die Boxe ist ja schon lange vorbei, das ist ja hier in Oschersleben. Kommt das noch vor Turn 8? Also kurz so die zweite Kurve vor Stadtziel. Und da müsste ich jetzt nochmal schauen. War zur Boxengasse. Die müsste noch. Ja, das ist glaube ich in Oschersleben nach der Shell SS. Müsste dann irgendwann die Boxen einfach kommen. Also das ist auch ein ganz schönes Stück zu fahren. Vorne auf jeden Fall Smoke, der das Rennen dominiert, hat mit seinem Start hier sich den ersten Platz geholt und dann nur mal ganz kurz an Murph abgegeben und ihn sich wieder zurückgeholt. Jetzt durch hier, das müsste ja McDonald's Assets wieder sein, genau. Dann geht's rein auf die Gegengerade und da kommt auch Murph nicht mehr mit heute. Da ist heute Smoke richtig stark unterwegs, jetzt rein in die Shell Assets, zweite Schikane, dann hier raus, jetzt müssen wir mal gucken. Wo hier die Boxeneinfahrt nochmal ist. Jetzt geht es hier rum und dann müsst ihr ja da drüben, hier kommt dann die Boxeneinfahrt. Genau, nach dem Turn ja, 8. Ich wundere mich, dass Smoke noch nicht in der Box war. Also, ich habe auch. Nee, bei ihm eigentlich nicht, weil er ist eigentlich eher so für Boxen-Stop-Überraschungen gut. Was Smoke natürlich sehr gut kann, sieht man jetzt auch. Er baut sich einen ziemlich großen Abstand zu Murph auf, weil Smoke ist, muss ich sagen, mit einer der Meister darin, Autos so lange zu fahren, bis sie wirklich auseinanderfallen. Da hat er also recht gute Kontrolle über die Fahrzeuge. Und da können halt andere dann nicht so mithalten und müssen dann doch schon eher in die Box rein und sagen, nee, ich muss jetzt einfach die Reifen wechseln, weil das hat nichts mehr. Ja, das ist auch eine Stärke, die dann so ein Fahrer wie Smoke auszeichnet. Der dann einfach das bisschen länger draußen bleiben kann und dann doch damit auch noch richtig stark unterwegs sein kann. Klar, das ist ja auch das, man hat weniger Sprit im Auto, das Auto über das ganze Rennen hinweg gesehen verhält sich komplett anders, aber dieser wenige Sprit, der wirkt dann halt so, dass man damit dann ganz, ganz vorne wegfahren kann. Das macht er jetzt gerade, wie du es schon erzählt hast. Ja, und Murph, eigentlich auch bekannt dafür, spät reinzukommen. Ente auf Platz 4 vor ihm Olli, die werden auch dann. Ich denke, Olli kommt vor Smoke rein. Zumindest war es bis jetzt die letzten Rennen immer so. Und Mi war auch noch nicht drin. Der einzige, der drin war, war Striker. Und der hat jetzt hier auch wieder ein Problem. Und fährt einmal durchs Gras und sagt den Kühen Hallo. Fürs Melken ist er dann doch zu schnell. Ja, und Ente jetzt auf Platz 3, weil Olli hier in die Box fährt. Also Olli vor Smoke wieder an der Box, wie angekündigt. Und damit Olli der Erste aus der Spitzengruppe, der reingeht. Da bin ich mal gespannt, wie sich das dann auswirkt. Also es kann gut für ihn sein, er kommt vielleicht wieder da raus, wo keine Fahrer sind. Er hat jetzt gerade gemerkt auch, dass er ohne Gegengewicht einfach schneller ist. Also wenn man sieht, da war jetzt die ganze Zeit Ente dran, dann hat Ente den Fehler gemacht. Und auf einmal, wo Olli wieder frei fahren konnte, hat er hier einfach eine Bestzeit nach der anderen rausgehauen. Also das ist schon, Olli ist halt einfach, klar, im Zweikampf verliert man Zeit. Aber ich habe immer das Gefühl, er verliert da mehr Zeit, als nötig ist tatsächlich. Dann auch die Unerfahrenheit wahrscheinlich, da fährt er dann eher Kampflinie und nicht sein Rennen. Einfach um den Platz auch zu halten. Ja, ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass Smoke jetzt in den Box fährt so langsam. Schauen wir mal, da müsste jetzt dann, ja, jetzt. Wollte gerade sagen, da müsste jetzt dann abbiegen. Murph ist aber auch direkt. Jetzt schauen wir mal, Ente noch, muss noch rein, vielleicht kommt er auch gleich diese Runde. Nein, der bleibt draußen. Ente damit jetzt auf Platz 1 dann. Ja, wenn er schlau ist, kann er jetzt noch 2-3 Runden draußen bleiben. Und vielleicht seine Zeiten auch nutzen, weil bis die anderen Fahrer dann ihre Reifen jetzt wieder warm haben oder sich. Weiß nicht, ob die jetzt Reifen wechseln, aber ja. Aber ich denke schon, wenn sie jetzt kurz stehen, bis sie dann sich wieder das Auto breitgelegt haben. Olli auf Platz 4, der wird nicht mehr vorbeiziehen können. Aber ich denke mal, dass Ente jetzt sich ein paar Sekunden aufholen kann.
wenn man einfach ein bisschen länger draußen bleibt. Kommt jetzt hier auch rum. Das müsste jetzt Turn 4 gewesen sein. Jetzt geht es jetzt McDonald's S. Ja, bin ich mal gespannt. Also wir sehen ja Ente auf Platz 1, dahinter dann Murph, der jetzt dann wieder losfährt. Und Smoke hinten dran. Also da hat Murph in der Boxengasse überholt. So kann man es natürlich auch machen. Oder? Das müsste doch, ja. Olli auf 2, Murph auf 3 und Smoke auf 4. Und Olli konnte tatsächlich, nein, er ist jetzt auf Platz 3, aber er hat sich tatsächlich auch noch vor Smoke geklemmt. Also Smoke mit einem sehr, sehr langen Boxenstopp dann auch. Also war bestimmt so 3-4 Sekunden länger gestanden als Murph, obwohl er früher reingekommen ist. Also so 10 Sekunden dürfte er da dann, sag ich mal, verloren haben. Er war weit vorne vor Murph und hat jetzt tatsächlich, ich denke mal, ich weiß nicht, vielleicht hat er Reifen gewechselt und mehr getankt. Aber er hatte halt genug Vorsprung eigentlich, dass es gelangt hätte. Aber Murph ist vorbei, Olli ist vorbei. Und jetzt fährt er hier auf Platz 4. Jetzt ist Ente drin und da bin ich gespannt. Murph ist jetzt auf dem Weg auf Startziel. Er dürfte vorbeikommen. Ja, das wird ihm locker reichen. Dann haben wir noch Olli, der wird auch vorbeiziehen. Und Smoke, denke ich auch. Dann wird Ente wieder auf Platz 4 sein. Diese ein, zwei Runden hätte ich... Oh, Smoke wieder auf dem Weg in die Box. Okay. Da ist etwas schiefgelaufen beim Boxenstopp. Ente auf 3. Also das ist jetzt... Was ist denn da falsch gelaufen bei Smoke? Ich kann mir das jetzt gerade auch nicht erklären. Ich war schon verwundert, dass der Boxenstopp so lange gedauert hat. Warum er jetzt wieder drin ist? Vielleicht eine Durchfahrtsstrafe, aber dafür steht er auch schon wieder zu lange. Vielleicht macht er eine ganz komische Strategie. Ja, oder ist es jetzt wirklich seine Strategie, dass er den zweiten Boxenstopp direkt an den ersten gehangen hat, weil er sagt, so, ich komme jetzt mit den Reifen und mit dem ganzen Benzin, was ich da jetzt so getankt habe, komme ich hin und ich mache das Rennen jetzt ohne weitere Stops. Kann natürlich auch sein. Es wäre so eine Murph-Taktik. Ich würde sagen, das wäre jetzt eine unfassbar kuriose Taktik, aber wenn sie aufgeht, ja, meine Güte, warum nicht? Ja, und Smoke jetzt auf Platz 5, also der muss jetzt schauen, dass er wieder nach vorne kommt. Aber er hat jetzt, ich glaube, vielleicht hat er auch im ersten nur nachgetankt, richtig viel nachgetankt. Und jetzt seinen zweiten direkt noch Reifen gewechselt und dann wieder raus. Kann ich mir sogar vorstellen, dass er einfach gesagt hat, auf einen Stop, ich muss eh zwei machen. Dann machen wir das einfach so verteilt und er macht jetzt hier den Murph. Ja, Murph hat das auch schon mal probiert. Ich glaube, Mii hat das auch schon mal probiert, einfach so schnell hintereinander reinzukommen. Wobei Smoke ist jetzt tatsächlich auf die Spitze getrieben hat. Murph war wenigstens noch zwei, drei Runden draußen. Und Smoke jetzt direkt einmal rein und wieder raus. Und also wenn er das so jetzt geplant hat und das wirklich Taktik war, dann Respekt, wenn das auch noch funktioniert. Er ist 26 Runden, ist er jetzt Bestzeiten gefahren, konnte wirklich das Feld so ein bisschen hinter sich lassen. Wenn er das jetzt ebenfalls nochmals schafft, ja, dann hat er eigentlich nicht wirklich noch was zu befürchten, ne? Ja. Ja, Olli hinter Murph. Und das Ganze ist natürlich jetzt nicht aussagekräftig, weil wenn jetzt Smoke es tatsächlich schafft, durch die Taktik wieder nach vorne zu kommen, haben wir am Ende des Rennens auf einmal einen ganz anderen ganz vorne. Ja, aber ich sehe gerade, ich glaube, Ente befürwortet, glaube ich, dieselbe Taktik, weil Ente ist auch schon wieder in der Box. Okay. Fällt jetzt gerade raus. Also, spannend, habe ich auch noch nicht so erlebt. Und damit Ente jetzt auf Platz 6. Striker auf 5, der wird sich auch wundern, warum er auf einmal hier so ein, zwei Plätze nach vorne kommt. Aber Striker auch mit Problemen, ich weiß auch nicht, also... Ah, da scheint auch nicht alles rund zu laufen. Smoke auf 4 dadurch jetzt, weil Ente an der Box war. Und die anderen beiden, also Mii auf 3, die wird sich auch wundern, was zum Geier ist hier wieder los. Aber sie muss auch noch an die Box, genauso wie auch dann ganz vorne Olli und Murph. Die anderen waren dann alle, bis auf Striker dann noch. So, dann gucken wir mal bei Murph rein. Der läuft dann auf. Hat einen vor ihm fahren sehen. Das ist... Ah, das ist Ente. Ey, tatsächlich Ente. Klar, der war jetzt auch zweimal in der Box. Das wird Ente nicht so freuen. Olli auf 2. Ja, der ist dann auch... Sieht vor sich das Feld und wundert sich wahrscheinlich auch. Gut, Olli weiß Bescheid, dass Smoke drin war. Die sind ja hier auch im Teamkanal unterwegs. Haben natürlich Teamkommunikation, aber bei Ente wird er sich wundern. Aber der wird wahrscheinlich dieselbe Taktik fahren, tatsächlich, wie Smoke. Oh, Olli, jetzt mit dem Fehler. Kommt ihr neben die Strecke? Murph jetzt auch wieder in der Box. Jetzt geht's schnell. Knapp beieinander, ja.
Jetzt geht's richtig schnell. Vielleicht haben sie auch versucht, ihre Reifen noch auszufahren. Also das kann natürlich sein. Und dann sagen, okay, zweiter Stopp ist nur zum Reifenwechsel da. Bin ich mal gespannt. Also Murph ist auch wieder drin. Ja, Olli auf 1. Der muss auch noch, aber der wird jetzt hoffentlich dann seine Zeiten fahren, damit er da noch auf dem Podest landet. Mir auf 3. Da bin ich auch mal gespannt. Also sie hat halt das Rennen noch vor sich und ihren Boxenstopp und muss eben schauen, wie sie da dann zurechtkommt, ob sie sich da nochmal weiter vorne einreihen kann. Aber Smoke ist da auch dran. Also Smoke wird vorbeiziehen dann an mir, wenn alles so bleibt. Jetzt wird's spannend, weil Smoke gerade auf der Zielgerade ist, glaube ich. Ja, und Murph kommt jetzt aus der Box, aber Smoke wird vorbeiziehen. Ja. Da hat er noch ein ganzes Stück. Also das muss man in Oschas Leben auch wissen. Also die Boxengasse und der Weg dorthin und wieder raus, der ist halt sehr lang. Da verliert man einige Sekunden, bis man da wieder auf der Strecke ist. Also überhaupt reinzufahren, da muss man ja schon in Kurve 9 oder vor Kurve 9 muss man ja schon raus. Dann fährt man da aus, also auf der Außenseite von Oschas Leben und das Startziel fährt man dann in die Box und dann geht es nochmal irgendwie ganz hinten bis zur Hotelkurve. Also das ist wirklich sehr weit und da verliert man einiges an Zeit. Olli jetzt auch an der Box. So, also Olli damit seinen zweiten Stop auch gemacht. Mies auf 2, die wird vielleicht noch vorbeiziehen. Smoke auf 3. Der hat es geschafft. Also wenn jetzt, ja, wenn jetzt Olli zu lange steht, da schauen wir mal, er steht immer noch und er hat noch 20 Sekunden. Jetzt fährt Olli los. Oh, das wird spannend. Es wird richtig spannend zwischen Olli und Smoke jetzt tatsächlich. Olli auf 3 im Moment, weil Mi noch. Nein, Olli auf 2, weil Mi jetzt vorbeigezogen ist. Aber Smoke kommt jetzt. Und vorne sehen wir Olli. Ne, das wird nicht lang. Damit ist Smoke jetzt vorbei an Olli. Ach, sie können dann in Doppelführung hier auf der Strecke unterwegs sein. Murph kommt jetzt noch, bin ich mal gespannt. Bleiben wir ganz kurz bei Murph. Da ist nämlich Olli jetzt gerade rausgefahren. Also ihr seht es ja, da kommt man dann erst hier wieder auf die Strecke. Also es ist ein riesen weiter Weg hier. Also das, weiß nicht, ob du das noch kennst, Puppi aus Oschas Leben, bist ja letztes Jahr auch mitgefahren. Wie fühlt sich das als Rennfahrer an, so ewig in der Box unterwegs zu sein? Es ist fürchterlich, wenn du reinfährst und die Fahrer, die hinter dem Feld waren, sich nähern. Und es ist noch fürchterlicher, wenn du deinen Boxenstopp hinter dich gebracht hast und halt wirklich ewig brauchst, bis du dann endlich wieder auf die Strecke kannst und in der Zeit halt die Fahrer an dir vorbeirauschen. Ist ein schreckliches Gefühl. Es ist, also das habe ich von letztem Jahr so auch nicht mehr ganz in Erinnerung gehabt, aber es ist schon extrem weit. Also da fährst du fast 2 Kilometer einfach nur in der Box rum. Das ist schon krass. Also gefühlte 10 Kilometer. Mit 50 km/h, das ist dann für einen Formelwagen schon richtig fürchterlich. Ja, und Smoke auf 2, da ist nur noch Mii vorne dran, die darf jetzt mal wieder ein paar Runden auf dem ersten Platz verbringen. Und bleibt auch richtig lange draußen, so. Sie hat ihren ersten Stop gemacht und fährt jetzt auch schön ihr Ding runter, aber ja, das wird ihr halt nicht lang. Also Smoke und Olli werden vorbeiziehen, vielleicht auch Murph, vielleicht Ente. Da muss man ganz kurz mal schauen, wo Ente jetzt eigentlich ist. Ja, Ente auf 5 wieder, Striker auf 6, der hat heute einen gebrauchten Tag erwischt. Ente auf 5. Ja. Und Mii darf auf dem ersten Platz ein paar Runden Oschas Leben genießen. Und ich bin gespannt, wann sie reinkommt. Jetzt ist sie hier gerade unterwegs in Turn 4. Kommt dann rein ins McDonald's S. Nein, stopp. Da bin ich gerade falsch. Das war Shell SS. Entschuldigung, dafür Turn 8 jetzt. Dann Turn 9 ist dann Sachsen-Anhalt-Kurve. Da bleibt sie auch draußen. Damit noch eine Runde für Mii. Und wir schauen mal ganz kurz, wo wir jetzt stehen im Timing. Wir sehen es. Also zwischen Smoke und Olli ist der kürzeste Abstand. Und ja, wenn man das so anschaut, also Mii wird da wieder zurückfallen. Striker muss natürlich auch noch an die Box. Und der weiteste, der weg ist, ist Ente. Der wird 33 Sekunden. Oh, bei Striker scheint da gerade ein kleines Problem zu herrschen. Ganz kurz mal reinschauen. Ah, der hat gerade sehr viel Zeit verloren. 8 Sekunden. Also da scheint bei ihm gerade etwas nicht so rund gelaufen zu sein. Er machte gerade ganz kurz den Eindruck, als wenn er an Ente rankommt, aber irgendwie dann doch jetzt nicht. Ja, das war gerade eben der Fehler. Er hat fast 8 Sekunden verloren da. Ich habe bloß gesehen, was seine Zeiten gerade hochgeschnellt sind im Timing. Ja, und Olli fährt hier richtig gute Zeiten. Ist jetzt auch ran an Smoke. Also
Da bin ich mal gespannt, was der S-Motorsport am Ende des Rennens macht, weil Olli scheint im Moment ein bisschen stärkere oder zumindest schnellere Fahrer zu sein. Schauen wir ganz kurz nach vorne. Smoke, ja, 0, ja, und Olli mit einer halben Sekunde schneller als die Bestzeit in Sektor 2. Unglaublich. Also Olli ist richtig schnell unterwegs. Der hat jetzt Blut geleckt. Er weiß genau, er kann noch hier den ersten Platz holen. Auch gegen sein Teamkameraden. Was schätzt du denn ein, Pupti? Wird Olli hier dann nochmal richtig durchziehen? Ich glaube, Olli wird dranbleiben. Selbst wenn er es nicht schaffen sollte, Smoke zu überholen, macht Olli, glaube ich, wirklich hier heute einen grandiosen zweiten Platz, wenn er den so bleibt. Weil ich habe gerade gesehen, Murph ist auch ziemlich weit nach hinten gefallen. Kommt auch noch nicht wirklich so ran nach vorne. Ja, ein Doppelsieg wäre natürlich grandios für die beiden. Ne? Olli wird sich tierisch freuen, Smoke natürlich auch. Mit Teamkollegen auf dem Podium stehen, ist er dann doch was Besonderes. Ja, ich bin gespannt auf dieses Duell zwischen RS Motorsport, aber wir sehen vorne Mi und T fährt hier in die Shell SS wieder rein. Und jetzt ist sie richtig schnell tatsächlich auch mal. Also unglaublich, sie macht gerade hier richtig schnelle Zeiten, 3/10 unter der Bestzeit. Und sie bleibt auch draußen, also vielleicht reicht es ihr tatsächlich noch ein, zwei Plätze gut zu machen, wenn es dabei bleibt. Aber klar, die sind alle hier im 30-Sekunden-Bereich und das wird nicht lang, da muss sie nochmal so 5-6 Sekunden rausholen, vielleicht sogar noch mehr, um einfach vorne zu bleiben. Aber vielleicht hat es auch das schon alles vorbereitet, muss gar nicht mehr so lange in der Box stehen. Schauen wir mal. Weil am Ende braucht man dann tatsächlich nicht mehr so viel Sprit, je länger man fährt. Aber Smoke jetzt auch mal mit 36/10 unter der Bestzeit. Oder das ist jetzt 30/100. Ja, und Olli, der überrascht gerade, der hat hier Smoke richtig eingeheizt oder ihm richtig Zeit abgenommen. Also da ist er jetzt dran, damit habe ich jetzt erstmal gar nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Und auch wieder eine 1/10 abgenommen hier in Sektor 1. Also Olli will jetzt unbedingt Smoke zeigen, dass er hier schneller ist. Bin mal gespannt, ob das bis zum Ende des Rennens auch durchhält, weil klar, er ist ein paar Runden später reingekommen, kann vielleicht auch seine Reifen mehr belasten. Weil Smoke einfach da an der Stelle kam sehr früh rein, hat jetzt einiges an Strecke noch vor sich. Und Olli hat zwar genauso viel Strecke vor sich, aber hinter sich hat er eben weniger. Und das kann sich am Ende natürlich auf die Reifen auswirken und kann dann vielleicht auch heißen, dass er am Ende dann den Vorteil hat. Schauen wir mal. Ja, und Mi bleibt draußen. Ich denke, dass Ente vielleicht auch noch, dass zwischen Ente und Murph sich auch noch Spannendes abspielen könnte, weil ich halt gerade ein bisschen verfolge, dass Ente sich... Ja, doch, man sieht, Ente will sich an Murph dranhängen und ich glaube, Ente ist da doch gewillt, heute wieder um Podium zu landen. Ja, ist schon interessant, also Smoke, ja, aber es ist krass, dass Mi fährt gerade ihre besten Zeiten, aber alle anderen fahren halt auch ihre besten Zeiten und kommen ran. Das ist halt unglaublich. Vorhin waren es noch 33 Sekunden bis zu Ente und jetzt sind es halt nur noch 27. Also es ist echt heftig. Also da treiben alle sich nochmal an und versuchen nochmal ganz nach vorne zu kommen. Für mich tut es mir ein bisschen leid, dass es so gute Zeiten fährt, aber es dann ihr doch nicht lang wird, hier dann auf dem irgendwo zwischen rein mal noch zu kommen, weil sie fährt jetzt gerade richtig gute Zeiten und hat sich anscheinend an Oschers Leben endlich gewöhnt. Und diese Runden muss sie sich einfach anschauen für nächstes Jahr. Ja, ist natürlich mega ärgerlich, wenn du... ja, jetzt so gute Zeiten fährst, auf dem ersten Platz bist, so ein bisschen, ja, die Zeit immer noch rausholen kannst, aber noch weißt, du musst noch mal in die Box und die anderen haben den zweiten Boxenstopp schon hinter sich. Da ist die Strategie dann der anderen doch eventuell eher aufgegangen als die von Mi. Ja, abwarten. Na, schauen wir mal. Ja, es heißt ja auch nicht, dass es sie war ja eh auf Platz 5, also das muss man halt auch sehen. Sie ist ja nur auf Platz 1 jetzt, weil sie noch nicht den Boxenstopp gemacht hat, aber es ist schon krass, also dass viele sich so für so schnelle Boxenstopps entschieden haben, ist dann überraschend, weil es doch alles sehr zeitnah beieinander war. Ja, und Olli jetzt ein bisschen schwächer unterwegs, hat jetzt hier fast eine Sekunde verloren auf Smoke. Und jetzt bleib mal bei Mi, weil bei ihr wird es spannend, also sie muss an die Box, da kannst du nichts dran drehen und nichts dran wenden. Aber hier auch wieder, ja, in Sektor 1 ist sie richtig stark. Da holst du immer mal diese 1/10 raus. Gucken wir mal auf... Ah, jetzt geht's an die Box. Sektor 2 war das tatsächlich. Jetzt geht's an die Box und damit
wird sie nach hinten durchgereicht werden. Also Smoke kommt dann vorbei. Dann haben wir noch Olli, der dann auch vorbeiziehen wird. Der ist ja direkt hier hinter Smoke. Murph, der wird auch vorbeiziehen. Der hat nämlich nur noch 10 Sekunden bis ins Ziel. Und auch Ente, ja, das wird dann Platz 5 für Mii werden an der Stelle wieder. Sie steht noch und jetzt haben wir Smoke und Olli vorne und hinten tatsächlich Murph gegen Ente. Da hat erst Motorsport tatsächlich mit der Taktik sich komplett nach vorne gefahren. Muss man auch mal wirklich loben an der Stelle. Auch Olli, der mit Smoke zusammen jetzt das Feld anführt. Da waren die Boxenstops entscheidend, aber auch, dass die beiden jetzt sich hier gegenseitig pushen. Das kann auch nichts Besseres geben, weil jetzt Ente gegen Murph, das wird noch heftig werden, was die Zeiten angeht, weil die werden beide verlieren. Die werden hier richtig in die Zweikämpfe gehen und ich glaube Smoke und Olli werden da eher schauen, dass sie gemeinsam den Vorsprung weiter ausbauen. Oder wie würdest du das jetzt tun, Pupti? Ja, ich glaube, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, so wie die Konstellation jetzt steht, wird sie bleiben. Außer ich denke wirklich, dass sich bei Ente und Murph noch was tun wird. Ich habe gerade gesehen, Murph fängt an zu rutschen. Ente wäre gerade fast weggerutscht, konnte den Wagen aber gut auffangen. Ja, das wird spannend bei den beiden, weil Murph, merke ich, verliert den Grip auf den Vorderreifen. Der scheint immer mehr zu rutschen. Ja, so ist natürlich auch das Risiko, wenn man so früh die beiden Stops macht. Also auch Murph hat zwar noch ein paar Runden zwischen reingesetzt, aber ja, man sieht's, er ist hier ein bisschen rutschiger unterwegs. Ja, es ist halt auch das Risiko, dass man dann eingeht, ja, dass man sagt, okay, man geht ziemlich früh im Rennen, also verhältnismäßig mit dem zweiten Stop dann rein und ja, hat dann eben am Ende des Rennens noch viel Strecke vor sich. Deshalb ist es auch der Unterschied zwischen Olli und Smoke. Olli ist ein bisschen später für seinen zweiten Stop reingekommen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es da dann bei Smoke Olli eventuell. Ist Smoke. Ja, ich sehe gerade. Was ist da jetzt? Essen Häuser. Da scheint wohl irgendwie was, irgendein Fehler bei Smoke, weil er hat einen ziemlich guten Abstand auf Olli. Ja, ja. Olli auf Platz 1, wa? Ändert sich die Konstellation ja doch. Ja, wie gesagt, ich habe fast damit gerechnet, dass Olli zumindest sehr stark sein wird, weil er hat eben diese paar Runden, die können dann entscheidend sein. Er ist ja, glaube ich, 2-3 Runden erst nach Smoke reingekommen, dann mit seinem zweiten Stop. Und das kann entscheidend sein, weil du einfach diesen Grip, wie du schon angesprochen hast, der geht dann verloren und irgendwann rutscht er halt mehr. Und wenn du dann Smoke neben der Strecke, also da scheint wirklich ein bisschen das Problem jetzt vorhanden zu sein. Olli hat halt dann die paar Runden mehr und auch bei, also ich glaube, die Jungs haben einfach zu früh ihren zweiten Stop gezogen. Also es sind jetzt alle vier Fahrer vorne, gut, auch Ente, haben hier jetzt ein paar Problemchen mit ihrem Grip. Also das merkt man richtig, dass sie jetzt ein bisschen größere Bögen fahren in den Kurven, ein bisschen rutschiger unterwegs sind, aber alle da vorne. Und ich glaube einfach, es war ein bisschen zu früh. Ich glaube, wenn sie ihren zweiten Stop so ein paar, so mal 5 Runden draußen bleiben, dann rein, so wie es Olli eigentlich gemacht hat. Ich glaube, dann läuft es besser, weil Olli ist noch der Einzige da vorne, der am wenigsten rutscht, sage ich mal dazu. Ja, und das ist eben, der Wagen wird instabil. Du hast halt dann kleine Probleme, die du ausgleichen musst. Rutschst ein bisschen mehr in die Kurven, kannst vielleicht die Kurven nicht mehr ganz so schnell anfahren. Olli ist der Einzige von den vier Fahrern da vorne, der tatsächlich am wenigsten Probleme hat. Und das ist das, was dann auch, glaube ich, bei Smoke jetzt dazu geführt hat, dass er diesen kleinen Fehler gemacht hat. Rutscht rechts. Ja, und Olli kann vielleicht tatsächlich heute noch den ersten Platz sich holen. Bin ich mal gespannt. Da können ja, wir. Wollen wird denn auf jeden Fall. Das letzte Rennen ist gerade mal eine Woche her und da sitzt ihm Olli noch sehr im Nacken. Er war da sehr, sehr emotional aufgewacht über das letzte Rennen in Sandport. Und ich denke mal, dass er sich das jetzt hier heute nicht so leicht nehmen lässt. Ich glaube auch nicht und da hat er echt viel reingesteckt. Ich glaube, das war auch die Taktik, wo er gesagt hat, okay, ja, wir müssen früh rein. Das ist vielleicht die beste Taktik tatsächlich auch in Orschersleben. Aber er hat sich eben gedacht, die 5 Runden, 6 Runden, die ich dann noch draußen bleiben kann mit meinen Reifen, die werden mir am Ende helfen und das ist jetzt irgendwann der Fall. Ja, und Murph kämpft mit Ente um Platz 3. Da bin ich gespannt, wer am Ende ganz vorne steht. Smoke auf 2, Olli auf 1 und Olli dieses Mal halt keinen in seiner Nähe, der ihn irgendwie abschießen könnte. Solange er keinen Fehler macht, wird das, glaube ich, auch am Ende so stehen bleiben. Und jetzt haben wir Smoke, der noch hinten dran fährt und Murph gegen Ente. Da ist das spannende Duell jetzt. Man sieht halt auch, Ente will, also man merkt richtig, er will da vorbei und versucht, den mal links und rechts anzutäuschen, aber
Am Ende fährt Murph einfach hier seine Linie und macht die Tür zu. Das ist auch Murph, also das muss man auch sehen. Bei Murph, der... Oh, jetzt wieder hier zu stark reingebremst, da hat es kurz mal gequalmt. Ah, da fehlt ein bisschen der Grip, das merkt man auch beim Rausbeschleunigen. Aber ja, da ist Murph einfach auch der Fahrer für. Der kann hier seine Plätze auch verteidigen, das weiß man von Murph. Der ist schwer zu überholen. Außer er macht seine Fehler, dann ist es natürlich sehr leicht für jeden. Aber wenn Murph mal vorne ist, dann wird es echt schwer. Hat auch letztes Jahr Smoke sich ein paar Mal die Zähne ausgebissen an Murph. Das ist halt einmal der, also das weiß ich nicht, wie es aus deiner Sicht ist, aber ich habe immer das Gefühl, Murph kann einfach, da kommst du nicht vorbei, wenn er nicht will. Hast du Pech gehabt. Unter 20. Nee, da ist er auch, dann lässt er sich da nichts nehmen. Also Murph ist dann auch so, ja, wenn ich jetzt in der Welt der Frauen wäre, würde ich sagen, arrogant und hochnäsig. Also da sagt er sich, nee, also das ist mein Platz und den kriegst du nicht. Boah, was ist mit Ente? Ach, der ist noch da, huh. Ja, also Entschuldigung, ich habe gerade gedacht, weil Ente auf einmal nicht mehr zu sehen war hinter Murph. Ja, also das habe ich auch immer das Gefühl. Der will da einfach dann, der ist dann Rennfahrer durch und durch und der lässt da dann keinen vorbei. Und das ist einfach, er fährt dann auch Kampflinie, versucht die Tür zuzuhalten. Natürlich, es ist dann schwer, aber man kann ihn auch überholen, ja? Wenn man das weiß, dann kann man ihn versuchen unter Druck zu setzen, ihn zu Fehlern zu bringen, weil da ist Murph halt auch ein Kandidat ab und zu für. Diese ganz kleinen Fehler, die ihm dann nicht das Rennen kosten oder so, aber einfach diese, ah, wie soll ich sagen, du machst dann den Fehler, dann verlierst du kurz Zeit und dann ist der andere halt vorbei. Und das passiert mir, also ist Murph, habe ich schon beobachtet, diese Saison öfters passiert. Letzte Saison war das ein bisschen anders. Da haben wir wieder Smoke an Olli vorbei. Ah, da geben sie sich jetzt aber richtig. Na, ja, das ist dann eben erfahrener Fahrer gegen Rookie. Ja, da ist Olli dran, aber der hat auch 2 Sekunden verloren jetzt hier in Sektor 2. Das muss man halt auch mal sehen. Hat er jetzt gerade verpasst so ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das ist auch nur von letztem Rennen so dieses Scheiße, letztes Mal habe ich die Tür richtig zugemacht und da hat es mich rausgekickt. Ich bin dann zum Verhängnis geworden, genau. Ja. Ich glaube, da hat er auch gelernt, das ist auch als Rookie, das musst du dann halt mal lernen, dass wenn du die Tür auch zumachst, dann ist das Risiko eben da, dass du erwischt wirst. Ja, da gibt es dann auch schon, also ich habe schon gehört, dass da einiges auch schon entschieden oder noch nicht 100% entschieden ist, aber da wird es auch Strafen geben dann. In Zolder. Das habe ich schon gehört, aber welche genau, das ist noch nicht ganz entschieden. Da bin ich mal gespannt, was dann in Zolder auch kommt. Also auch für die Zuschauer, da wird auf jeden Fall dann die Info auch kommen, was dann in Zolder passiert, wegen eben Zandvoort, weil da doch einiges passiert ist. War ja ein richtig schönes Rennen, also wer sich es nochmal anschauen will, auf YouTube könnt ihr das Ganze euch nochmal verfolgen bei mir auf dem Kanal. Steht auch auf der Seite unten. Könnt ihr gerne auch auf YouTube nochmal vorbeischauen oder auf www.bk-gaming.de. Da gibt es auch immer die Highlights aus den letzten Rennen verlinkt. Also immer schön gucken, weil das letzte Rennen war wirklich, also da gab es alles. 2 Kämpfe bis Unfälle bis eben auch Ausfälle. Alles dabei, auch mal ein Motor, der explodiert. Also haben wir so oft in der BK-Liga noch nicht erlebt. Auch so schade es auch für die Fahrer ist. Solange ihnen nichts passiert, ist das auch alles... vollkommen okay und vollkommen, ja, gehört halt zum Rennsport dazu. Und Murph kann sich... Gerade bei Zoller sind, möchte ich ganz kurz an dieser Stelle noch erwähnen, ich habe vor, Zoller mitzufahren. Also okay. Ich habe trainiert. Jetzt mein Arm kann sich schon wieder ein bisschen bewegen und ich werde versuchen, auf Zoller mitzufahren. Einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Und ich habe gesagt, die kann ich oder darf ich eigentlich nicht verpassen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Fans bedanken. Es wurden mir ganz viele Genesungswünsche sind mir zugekommen und ja, an dieser Stelle halt ein dickes, fettes Dankeschön an die Fans von MP. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, also es freut mich auch, dass die Fans dann da auch dich wissen lassen, dass sie hinter euch stehen und dir alles Gute wünschen. Das ist auch Dank von unserer Seite aus. Ja, schön, also das freut uns natürlich zu hören, dass du Zoll da wieder dabei bist. Also wir drücken dir die Daumen auch, dass das dann funktioniert. Ja, und Smoke kann sich wieder behaupten, ist vor Olli, Murph vor Ente. Ja, wieder alte Reihenfolge. Ich habe jetzt echt gehofft für Olli, dass er hier vorne bleibt, aber irgendwie hat Smoke anscheinend dann doch nochmal ins Lenkrad gebissen und Arschbacken zusammengekniffen und dann dadurch durch das McDonald's-S. Ich bin aber gespannt, also ich glaube, Olli hat einfach noch die besseren Reifen. Also das ist... Smoke hat vielleicht die Erfahrung, aber ich glaube, Olli hat einfach noch den bisschen besseren Reifen und am Ende wird es vielleicht doch noch lang. Schauen wir mal. Wir gucken nochmal in die Timings rein, wir sehen es. Also das sind noch 4 Runden noch.
Dann bald nur noch drei, ja, Striker ist drei Runden hinten dran, Mii ist 40 Sekunden weg, aber ja, der Rest ist innerhalb von 10 Sekunden. Und Mii braucht da noch ein bisschen. Ente ist dran, aber der braucht auch. Jetzt geht's durchs McDonald's Ass, da wirft sie Autos auch immer krass, also das stelle ich mir auch immer heftig vor, wenn du hier unterwegs bist. Dieses McDonald's Ass, da geht's einmal links und rechts, also eigentlich rechts und links. Und da wirft's einen richtig durch die Kurve. Da muss man schon viel geübt haben für die Kurve, oder? Ich wollte gerade sagen, ist hier auf der Strecke die Kurve, wo es sich wirklich am meisten raushaut. Also Training ist auch das Wichtigste. Also wenn ihr bei der BK-Liga einsteigen wollt, ist auch wichtig, ihr müsst trainieren, ihr müsst dabei sein. Und das ist eben auch das Spannende und das Tolle hier, dass das eben auch das Training wichtig ist und man nicht nur einfach ins Rennauto sitzen losfährt, da muss man eben mehr tun, als nur ins Auto steigen, weil das doch, das Setup muss da sein, das findet man eben nicht so auf die Schnelle. Man muss auch trainiert sein, man muss auch die Strecke immer wieder anschauen. Wenn ich überlege, das ganze Jahr wird gefahren und man ist einmal im Jahr hier auf Oschersleben und da muss es halt 100% sitzen und da kann man nicht einfach so mal losfahren, das geht halt eben nicht. Nee, du musst natürlich auch wissen, wie deine Konkurrenten fahren, ne? Das ist halt das Schöne, beim Training kann man sich so ein bisschen auf seine Konkurrenz einstellen, da weiß man, aha, hier wird früh gebremst oder auch dann spät und von daher, ja, Training ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, und Smoke für Olli und es sind nur noch wenige Runden. Smoke hat eine Sekunde verloren, Olli nur 8 Zehntel. Und ja, ich bin noch gespannt. Also Olli muss noch den Weg finden und das Mittel, um Smoke zu überholen. Murph vor Ente, da hat er sich ein bisschen absetzen können, hat fast eine Sekunde Vorsprung jetzt. Und ja, Ente hat irgendwie seit seinem letzten Überholversuch ist er nicht mehr dran und braucht da ein bisschen. Aber Olli kann es vielleicht schaffen. Also da bin ich echt mal gespannt. Also Olli gegen Smoke, da ist noch alles drin. Ist auch ungewohnt. Also für viele Zuschauer, die letztes Jahr dabei waren, RS Motorsport dieses Jahr in Kraus. Hängt auch mit dem neuen Sponsor zusammen. Seht's auf den Autos. Da ist dieses Jahr das erste Mal, dass ich RS Motorsport auch in Kraus sehe, statt in Rot. Das ist... ist schon mal eine andere Sache. Also für viele Zuschauer ist das, glaube ich, wenn sie so einmal reinschauen, so zu einem Rennen, sich wundern, wo sind denn die schönen roten Wagen? Ja, die sind jetzt grau und grün. Wobei ich die auch richtig klasse finde. Ja, und Murph ist jetzt wieder unter Bedrängnis. Ente ist dran, aber wie gesagt, da fehlt noch ein bisschen was. Und Olli... wieder schön anzusehen hier, wenn die Teams natürlich dann zusammenfahren, direkt auf aufeinanderfolgende Plätze, finde ich immer wieder schön. Zeugt auch so ein bisschen was von, ja, man kann sich ja gegenseitig auch immer so ein bisschen den Rücken frei halten, ne? Ist zwar gerade nicht der Fall, aber trotzdem immer wieder schön anzusehen. Ja. Vor allem, dass die beiden halt einfach ihr Rennen fahren, also dass keiner versucht jetzt irgendwie Spirenzien zu machen, sondern einfach, ja, die fahren halt ihr Rennen. Auch wenn mal hier Plätzetausch vorhanden ist, aber da gab es auch keine Probleme, also das ist eben das in anderem. Oh! Anderer ist da mal ein bisschen aggressiver. Ja, und Ente ist wieder ran. Also da hinten geht es jetzt um Platz 3 und Murph ist am Kämpfen. Er rotiert hier richtig am Lenkrad, damit er hier Ente nicht vorbei lässt. Und Ente ist dran, versucht es jetzt hier auf der Außenbahn, aber da ist die Innenbahn einfach nicht zu schlagen. Murph bleibt vorne in Sektor 1, dann eine halbe Sekunde hinter der Bestzeit, aber das spielt jetzt gerade gar keine Rolle, denn... er will hier den dritten Platz sichern und Murph ist da gut drin und Ente muss eben schauen. Das Duell hat man vor 2 Jahren auch schon öfters gesehen. Da ging es so dann zwischen Ente und Smoke eher hin und her, aber auch Murph hat da immer eine Rolle gespielt, war da auch immer auf dem Podest mit dabei. Und jetzt muss halt eben Ente schauen, wie er ihn schlagen kann, aber ich glaube, das wird richtig schwer für ihn, weil Murph ist eben der Fahrer, der hier auch dann die Runden für sich halten kann. Ja, da hast du dann wieder die Nervosität, die am Start war, die folgt dann auch zum Schluss hin. Da kann es dann mal richtig spannend werden und da schwitzt du dich dann auch nochmal ordentlich kaputt, wenn da so eine Situation ist wie bei Ente und Murphy jetzt gerade. Ja, aber extrem. Also Ente gerade eben auch dran gewesen, er hat eigentlich den Mehrspeed. Oh, guck mal dir das an, ey. Das Murph verwirrt echt alles. Jetzt ist Ente auch vorbei. Jetzt ist er vorbei, 100 Pro. Oh, doch nicht. Doch nicht, jetzt geht's hier vorbei. Ente hat's fast geschafft, aber Murph schlägt zurück. Kann nochmal die Innenbahn nutzen und damit bleibt er jetzt vorne und Ente wird sich ärgern. Hat jetzt wieder richtig viel Abstand. Er hat ganz kurz mal am dritten Platz geschnuppert und dann ist Murph so, ja, ausgefuchst und nutzt den Überschuss an Geschwindigkeit und setzt sich ab. Also unglaublich. Jetzt schauen wir noch ganz kurz in die Timings nochmal rein. Ja, wir sind in der letzten Runde. Ups.
Es müsste jetzt auch die letzte Runde gewesen sein. Und das, ja, das war jetzt die letzte Runde. Ich glaube, oder es ist die letzte Runde. Smoke und Olli sind hier unterwegs. Sind im Zweiflug unterwegs und damit haben sie dann wahrscheinlich sich auch schon dafür entschieden. Ja. Damit war es das auch. Also das war jetzt die letzte Chance, eigentlich für Ente vorbeizufahren. Und Murph hat es geschafft, sich zu verteidigen. Olli und Smoke jetzt auf dem Weg in die Box. Damit Gratulation an RS Motorsport, die beide hier als Erster und Zweiter ankommen. Smoke auf dem Ersten, Olli auf dem Zweiten. Und ja, das war die letzte Chance für Ente tatsächlich. So kurz vor Startziel hat das kurz danach hat das nochmal probiert. Aber das war dann leider schon zu spät. Da hätte er es fast geschafft gehabt. Also alle Aufregung umsonst. Aber an der Stelle hat man gesehen, Ente hätte es schaffen können, wäre er nur rechtzeitig dran gewesen. Damit Murph auf dem Dritten darf sich freuen. Er hat diese Saison, wie gesagt, außer in Okayama, hat er immer das Podest mitgenommen und er war jetzt viermal auf dem zweiten Platz und das ist jetzt das dritte Mal auf dem dritten Platz tatsächlich. Damit 7 Rennen und 8 Rennen sind wir jetzt gefahren. Das ist schon eine krasse Leistung auch von Murph, also muss man auch dazu sagen, dass Murph hier einfach auch immer auf dem Podest steht, das muss man schon sehen. Auch Olli war bis jetzt einmal Zweiter, einmal Dritter, sonst... Ja, es ist jetzt das dritte Mal auf dem Podest, auch für Olli eine Riesenleistung an der Stelle. Hat hier also auch einiges gut gemacht. Und damit haben wir das Oschersleben-Rennen nachgeholt. Und das Ergebnis ist, dass Smoke zumindest in der Liste auf der Webseite www.bk-gaming.de die ersten 7 Rennen komplett als Erster eingetragen ist. Dann kommt einmal Ente in Zandvoort. Und... ja, Murph darf sich heute mal über den dritten Platz ärgern oder freuen. Ich glaube, er erfreut sich, da er Ente hinter sich halten konnte. Und Olli auf dem zweiten, der wird sich riesig freuen. Endlich mal wieder Podest und das sogar richtig gut. Ja, leider hat es für ihn noch nicht gelangt von Pole Position auf Platz 1. Aber immerhin zweiter Platz für Olli. Und er zeigt, dass er richtig stark ist und sich jedes Rennen verbessert. Hat jetzt hier tatsächlich auch das zweite Mal Pro geholt diese Saison und wir sind gespannt. Also wenn er da noch seine Leistung im Rennen noch ein bisschen optimiert, dann kann das zum Ende des Jahres oder zum Ende der Saison dann noch mal richtig spannend werden. Also da bin ich echt gespannt. Ja, Pupti, aus deiner Sicht, Smoke Aster, Olli Zweiter, Murph Dritter, soweit in Ordnung? Ja, total in Ordnung. Gratulation an Team RS. Stramme Leistung, super Leistung, Doppelsieg. Gratulation auch an unseren dritten Murphy, weil er war jetzt doch zum Schluss sehr spannend gewesen. Bisschen enttäuscht bin ich von Striker, da habe ich doch leider, oder was heißt leider, aber ich habe halt wirklich mehr erwartet. Die Erwartungen sind halt nicht erfüllt worden. Warum auch immer, ich denke mal, da gab es mit Sicherheit einige Probleme. Hat ein paar Punkte fürs Team eingefahren. Nächstes Mal bin ich wieder dabei und ich hoffe, dann sind es wieder ein paar Punkte mehr, weil wir möchten auch schließlich da zum Schluss aber sonst haben wir auf dem Podium Smoke, stehen, zumindest Ente, als Team. Murph, Olli und ja, du auch mal was. Das Ziel Doppelsieg Motorpower ist doch ausgeschrieben. Mal Striker an. Jahr, bei dir heute eher durchwachsen. Ich verspreche dir nicht zu viel. Wir sind alle gespannt, wenn du wieder zurückkehrst auf die Rennstrecke. Es ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache, dich hier mal dabei zu haben. Ich freue mich da immer drüber. Auch danke von meiner Seite aus, dass du hier mit dabei bist. Zumindest ankommen war dann das Ziel. Ja, wir werden jetzt erstmal schade drum. Kurz eine Pause gehen, dann werden wir ins Interview kommen. Mitfährst. Seid also gespannt, wie dann so konnte eben dann mit uns sich hier aus dem Rennen verabschieden. Ja, zwischenzeitlich mal wieder auf dem Ersten unterwegs, aber das wusstest du schon, wie das dann die anderen noch wieder vorbeiziehen, weil du in die Box musst, oder? Da werden zwar noch ein paar Fragen gewesen, aber wusste ich das. Dann gibt es die halt es das nächste ist immer Mal. Von daher, wir sind dann gleich wieder für euch da, euer Teiger. Eins, aber du weißt, du musst nochmal in die Box und die werden alle wieder an dir vorbeiziehen. Ja, wenn man steht und... ja, speziell die letzten Runden jetzt vor dem Boxenstopp sahen ja richtig gut aus. Da hat man gar nicht gemerkt, dass Oschersleben dir nicht liegt. Willst du die Leistung konservieren für nächstes Jahr? Es ist sehr überraschend, ehrlich gesagt, für mich gewesen, weil ich bin wirklich sehr konstante Zeiten gefahren und ich war ein bisschen überrascht von mir selber und dann hat die Boxenstopp-Strategie einfach nicht gepasst, weil ich habe gemerkt, was die anderen gemacht haben und was ich gemacht habe, hat gar nicht gepasst da rein. Ich glaube, wäre die Strategie ein bisschen anders gewesen, hätte ich auch einen anderen Platz fahren können.
Ja, auf jeden Fall. Also war überraschend, du warst echt gut unterwegs. Deshalb nächstes Jahr einfach die Leistung nochmal wiederholen. Kurz vorm Boxenstopp so, diese Runden, die waren echt gut. Ja, dann kommen wir schon zu Ente. Es hat nicht ganz gelangt. Murph hat da die Tür zugemacht. Wie hat sich das angefühlt? Ja, scheiße, nein. Ja, ist ja normal, dass ihr die Tür zumacht. Würde ich auch machen. War ein sehr schönes Rennen. Hat mir gefallen. Ja, vierter Platz für dich. Soweit erstmal zufrieden, hast du ja auch gesagt, du passt soweit. Jetzt fürs nächste Rennen Aussicht, Zolder, was nimmst du dir da vor? Ja, das weiß ich noch nicht, wie der Bolide sich auf der Strecke verhält. Muss ich mal gucken. Sind wir auf jeden Fall gespannt und rechnen wieder mit dir. Ja, und Murph, für dich wieder mal Podium. Wir haben es schon angerissen. Du bist jetzt bis auf Okayama jedes Mal auf dem Podium gestanden. Und bist du zufrieden heute mit dem dritten? Also ich denke, heute mit dem dritten Platz kann ich ganz gut leben. Das Rennen ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Gerade zu Anfang auch schön Zweikampf mit Smoke gehabt. Dann gegen Ende noch mit Ente. Also der hat es mir wirklich nicht leicht gemacht, meinen dritten Platz heute zu halten. Aber hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass es in den nächsten Runden auch so weitergeht. Ja, das Podium muss stehen, sozusagen. Also bis auf Okayama, wie gesagt. Stolze Leistung und die einzigsten beiden, die heute viel besser waren als die Konkurrenz, das ist RS Motorsport und da hat Olli den zweiten Platz belegt. Ja, das zweite Mal, glaube ich, auch Pole Position für dich. Heute den Start ein bisschen besser hinbekommen, aber zum Schluss dann war Smoke doch ein bisschen stärker. Ja, Olli, wie zufrieden bist du mit dem zweiten Platz? Also super zufrieden, ne? Auch für meinen Kollegen. Das ist das Beste, was uns passieren konnte heute nach dem letzten Rennen. Ist alles super gelaufen. Die Boxenstrategie war genau richtig, um dass ich auch an Murph vorbei konnte. Ja, super, einfach super. Sehr schön, freut uns auf jeden Fall. Ja, Smoke bei dir, endlich wieder ein Sieg. Du hast jetzt bis jetzt jedes Rennen gewonnen, außer Zandvoort. Da leider der Motor hochgegangen. Aber heute richtig schön losgefahren. Also nach dem Start, das war ja auch eine grandiose Leistung. Was ging dir da durch den Kopf? Erstmal will ich meinem Team bedanken, weil wir haben echt super, super gearbeitet. Wir haben eine Mega-Leistung hingelegt. Gerade nach Zandvoort im Heim-Grand Prix, den wir verloren haben, das hat richtig bitter wehgetan. Und wir haben uns vorgenommen, im Heim-Grand Prix vom Striker wollen wir zurückschlagen. Das ist uns gelungen und am Start habe ich jede Menge Wut im Bauch gehabt. Ich habe eigentlich nur gedacht, komm, sieh zu, dass du auf Platz 1 fährst und das Ganze kontrollierst, egal was passiert. War natürlich risikohaft. Ich habe auch damit gerechnet, dass eventuell einer doch die Tür zumachte. Ist dann doch nicht passiert. Im Rennen selber war ich im ersten Sektor doch zu langsam. Das war aber gewollt, weil wir sonst im zweiten und dritten Sektor Schwierigkeiten gehabt haben oder hätten. Und ich bin happy und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall ein grandioser Doppelsieg von RS Motorsport. Danke auch an die Fahrer für die Zeit und das Interview. Ihr habt erfolgreich zurückgeschlagen an der Stelle. Murph hat es noch aufs Podium geschafft. Da sind wir auch natürlich bei allen dabei und freuen uns über jeden Fahrer, der hier in Oschersleben dann auch am Start war. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das Rennen ist jetzt nachgeholt und wir freuen uns auch, dass es dann bald wieder weitergeht hier in Zolder. Da sind wir dann nächste Woche wieder am Start. Also geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir sind dann nächste Woche wieder dabei. Dann können wir erleben, ob Murphy es wieder aufs Podium schafft, ob Smoke seinen ersten Platz verteidigen kann, bis jetzt auf eben Zandvoort. Da waren dann die technischen Probleme. Und schauen wir mal auf Olli. Also Podium ist im Moment auch wieder drin. Es war jetzt der zweite Platz und das zum zweiten Mal und das zweite Mal Pole Position und wir freuen uns drauf, auch auf Striker, der wieder zurückkommt und dann hoffentlich keine Getriebeprobleme hat. Und auch Bernd muss schauen, dass er wieder seine Leistungen von früher erreicht und da wieder bis vorne mitfahren kann. Dann daher, wir freuen uns drauf. Das war Oschersleben. www.bk-gaming.de, da kriegt ihr alle Informationen. Und die VODs findet ihr natürlich auf YouTube, bei mir, auf dem Kanal, bei Taika. Und wir danken auch nochmal Pupti, dass sie heute wieder dabei war. Und Gerne. ja, sind wir gespannt, ob wir dich dann wieder hier sehen in der Sprecherkabine oder ob du dann wieder im Cockpit sitzt. Wir drücken dir auf jeden Fall die Beides Daumen. sehr gerne. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles klappt. Und daher, wir sind jetzt erstmal raus. Das VOD gibt es dann in den nächsten paar Tagen dann auch wieder auf YouTube. Und wenn ihr mehr Informationen haben wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es in der Liga steht, www.bk-gaming.de. Und wenn ihr euch bewerben wollt,
könnt ihr auch vorbeisurfen. Da gibt es auch die Informationen, wie ihr sie gerade im Hintergrund seht. Wir freuen uns auf euch. Es geht spannend und professionell weiter im nächsten Rennen in Zolder. Euer Tiger.